Der Erfolgspodcast Rundfunk 17 ist mittlerweile 3 Jahre alt und wir haben ja früher mal begonnen, ironisch zu sagen, wir sind ein Erotik-Podcast und ein Sex-Podcast, weil 2018, damals war das so voll im Trend, so diese ganzen Sex-Themen irgendwie im Podcast zu besprechen. Wir haben uns ein bisschen davon distanziert aus diversen Gründen, weil ihr unsere Eltern und unser Chef und alle zuhören. Aber heute, Leute, heute back to the roots, heute wird sexy. Mm. Okay, Moment, heute wird sexy. Genau das Gegenteil von sexy, Alter. Das ist pure Leidenschaft. Ja, los geht's. Ich möchte in Grund und Boden versinken. War das peinlich gerade? Was? Hä? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Hast du, ist dir jetzt, aber ganz offen, Anredo, wenn dir das jetzt hier alles so peinlich ist, dann können wir auch die Sache abbrechen. Wir haben den jetzt hier 3 Jahre lang durchgezogen. Jetzt ist auch mal gut. Wir haben eine gewisse Zeit hier geschafft. Wenn es jetzt so peinlich ist, ich habe kein Problem damit. Ich habe kein Problem. Nee. Ich habe auch andere Freunde, mit denen ich einen Podcast machen könnte. Nee, eigentlich nicht. Aber wenn es dir halt zu peinlich ist, dann sei offen. Ich halte das aus. Also ganz, nein, nicht der Podcast ist mir peinlich. Also manchmal auch. Ich bin sogar ganz froh, dass ich jetzt hier mit dir sprechen kann. Das, was mir gerade passiert ist, ist so ziemlich die peinlichste Situation. Ihr wisst, es gab schon einige peinliche, ne? Letzte Woche so Thema Elektriker und so weiter, aber es wurde noch viel peinlicher. Seit ich hier in dieser neuen Wohnung lebe, geht mein sogenanntes Leben den sogenannten Bach runter in vielerlei Hinsicht. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Wenn man so im Mood ist und einzieht und neue Möbel kaufen tut und so, dann passiert es ja auch häufig, dass man sich von alten Möbeln trennt. Das habe ich natürlich gemacht, indem ich einfach fast alles an meinen Nachmieter aus der alten Bude verramscht habe. In den Park geworfen hast. Hat auch super geklappt, aber es gab ein Thema, das war ein bisschen tricky. Thema Bett. Ich habe ein neues Bett bestellt. Oh nein. Und dieses neue Bett, das kam halt noch nicht am ersten Tag direkt an, sondern ich hatte etwa 2 Wochen ohne Bett. Und in dieser Zeit habe ich einfach auf meiner alten Matratze auf dem Boden geschlafen. Also die alte Matratze habe ich mitgenommen und hatte die halt im Schlafzimmer auf dem Boden liegen. Es ging auch 2 Wochen ganz gut. Und jetzt habe ich gedacht, ich will die loswerden. Die war im sogenannten versifften Taubenkeller jetzt irgendwie eine Woche. Und dann habe ich gedacht, welche Flecken waren darauf? Also es ist eine gute, kann man die Marke sagen? Ja, kann man, Schlaraffia-Matratze. Brockhaus. Die, ich weiß nicht mehr genau, die ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre alt. Die habe ich zu Beginn meines Studiums gekauft bekommen. Danke, Mama, nochmal vielen Dank. Und liebe Grüße. War sicherlich nicht ganz günstig. Und deswegen dachte ich, wegwerfen wäre irgendwie so schade und es ist auch so anstrengend, weil da muss man sich wieder so einen Transporter mieten, weil die ist auch so massiv oder so dick, dass du die nicht einfach irgendwie im normalen Auto so falten kannst. Also du brauchst schon eine gute Ladefläche. Man kann die zwar zum Wertstoffhof bringen for free, dann ist man die los, aber ist doch so ein Akt und ich verschenke sie einfach hier, eBay Kleinanzeigen oder was auch immer. Und dann habe ich aber natürlich Euros. Du hast sie verschenkt, nicht mal einen schmalen Taler dafür genommen. Ja, pass auf, ich bin natürlich ein Allmann und ich habe dann ganz schnell die sogenannten Euros in den Augen gehabt, als ich bei eBay Kleinanzeigen Matratze und Köln eingegeben habe. Hast du ein Gewerbe dafür angemeldet? Ich habe ein Matratzengewerbe. Es wäre keine schlechte Idee gewesen für das, was danach passiert ist, weil es ist einfach im kompletten Desaster geendet. Ich habe dann aber gesehen, voll viele nehmen Geld und dann war kaum was zu verschenken und hey, hier 50 Euro, 75 Euro und ich dachte so, wow, okay, also ist ja richtig noch was zu holen irgendwie und habe dann sie reingestellt, habe ein paar schöne Fotos gemacht, habe mir so ein bisschen das irgendwie viel zu vollmundig wieder beschrieben. Hast du auch mit Porträtmodus und so auch wenigstens gemacht? Ich habe es probiert. Ich habe tatsächlich einmal den Porträtmodus probiert und habe gesehen, das sieht sehr, sehr unvorteilhaft aus, weil das iPhone im Porträtmodus ist ja eher für Gesichter oder von mir aus noch manchmal für Tiere, aber das iPhone macht ja so eine künstliche Unschärfe an manche Stellen. Mhm. Und das führt dazu, dass die Matratze so aussieht, als wäre da eine riesen Pfütze drauf, weil dann da so ein Bereich, der überhaupt nicht dunkler ist, so unscharf und dunkler wird. Also habe ich den
Porträtmodus gelassen. Er hat wirklich 7 Fotos oder so gemacht und dann da so auch so emotional beschrieben. Ne? Ich bin da ja so. Kannst du mal vorlesen, was du geschrieben hast? Kriege ich jetzt spontan nicht mehr so hin, aber ich habe auf jeden Fall das Ganze erstmal so Storytelling-mäßig. Ich habe mir ein neues Bett gekauft und deshalb muss ich mich schweren Herzens von meiner Matratze trennen, von meiner hochwertigen 7-Zonen-Kaltschaummatratze, die mir immer ein treuer Begleiter war und haustierfrei und rauchfrei und hab da nie drauf gefickt und so eine Scheiße schreibt man da ja drauf. Hast du draufgeschrieben, wirklich, dass du nie drauf gefickt hast? Nee, nicht draufgeschrieben. Aber ich stelle mir das auch so vor, dass du so am Anfang solche Fragen stellst. So dass wie Rückenschmerzen nach dem Aufstehen, Schlafstörungen in der Nacht, der Chef macht am Morgen wieder mal Stress, gar kein Problem. Nehmen Sie einfach die patentierte Anredason-Matratze. Die Schlaraffia-Matratze. Ja. Aber ich wusste auch nicht mehr genau, ob es Schlaraffia war, weil das doch nirgends mehr draufsteht. Also da war gar kein Etikett drauf und so. Ich habe jetzt einfach mal, ich hoffe, dass es Schlaraffia war. Und, ich kenne nicht mal die Marke, aber erzähl mir mehr. Ja, ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob die noch. Mittlerweile ist ja hier, gibt es ja Dutzende andere Matratzen, die auch sehr penetrant überall werben. Deswegen, das ist gar nicht mehr so die erste Marke, an die man da denkt. Die war es aber auf jeden Fall vor ein paar Jahren. So, und dann kriege ich natürlich ganz, ganz schnell viele Nachrichten, hab mich sehr überrascht, weil ich habe es für, halte ich fest, 30 Euro VB, weil ich dachte so, Alter, ich bin froh, wenn ich die los bin, hoffentlich komme ich bei 20 Euro am Ende raus, ich mach mal 30 Euro VB und mal gucken und wenn das keiner nimmt, dann muss ich es for free machen oder wie auch immer. Aber das war anscheinend ein guter Preis. Ich dachte so, Alter, ich will doch keine gebrauchte Matratze von irgendjemandem, aber natürlich gibt es einfach Menschen, die da wenig Geld ausgeben wollen, die, was weiß ich, ein Gästezimmer einrichten oder was auch immer. Also haben mir sehr viele geschrieben. Natürlich, das sind jetzt die üblichen eBay-Kleinanzeigen-Memes, ganz viele Leute, so wie man es erwartet, hallo, was ist letzter Preis und so weiter und so fort und dann doch nicht mehr gemeldet. Und was war dein letzter Preis? Also ich bin, wie gesagt, runtergegangen bis 20 Euro, aber ich bin ja einfach von hier die Superhändler und Bares für Rares einfach auch so ein klassischer Handleboy, wie wir international sagen. Also ich weiß genau, wie das geht mit dem Handeln. So. Wer bist du? Wer bist du von den Bares für Rares? Ach, der Opa. Der Opa, der immer auf den Tisch abgeht. Der bin ich. Achso, der bist du. Du bist der Ludwig. Ja, ich kenne die Namen nicht, weil ich bin eher bei der RTL-Sendung bin ich zu Hause. Ja, aber das ist doch einfach ein schlechter Fake. I'm das sorry. Ist kein ohne Fake. Horst das Lichter ist ein anderes Konzept, weil die quasi gegenseitig nicht wissen, was der andere bietet. Das ist der sogenannte Thrill in der Sendung. Anredo, aber das Problem ist ja einfach, dass wenn Horst Lichter am Anfang nicht irgendwie Frauen übergriffig behandelt, dann bin ich leider nicht dabei. Und ganz wichtig, diese RTL-Sendung hat nicht den Waldi. Den Eifler jungen Mann, der irgendwie so dieses weirde rheinische Eifeldeutsch spricht und dann jedes Mal sagt, dass er 80 Euro gibt. Und das ist einfach der Wahnsinn. Da können wir nicht drüber reden. Leider ist Bares für Rares mittlerweile schon Kult. Hm. Da kann auch RTL nicht mithalten. Okay, naja, gut. Heil den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oh, das ist 17,50 Euro für so ein tolles Programm. Kann ich gar nicht glauben. Daumen hoch. Daumen hoch, auf jeden Fall, ja. Also ich habe ein bisschen Handelsblut geleckt und habe so verstanden, okay, wenn du bei einem gewissen Preis am Ende rauskommen willst, dann musst du bei deiner ersten Wunschvorstellung ein bisschen was draufschlagen und so weiter. Und dann hat mir ein Account geschrieben, Lola hieß der Account. Und das fing dann so ganz normal an, hallo, ist die Matratze denn noch da? Und ich gesagt, ja, ist noch da. Und ja, wann könnte ich sie denn abholen? Habe ich gesagt, jetzt, sofort, morgen, wann auch immer, ich sitze den ganzen Tag zu Hause, habe nichts zu tun, keine Freunde, keine Perspektive, komm einfach jederzeit vorbei und muss ich mal gucken, wann ich den Wagen kriege und ich so, ja, aber was ist es denn für ein Wagen, weil die ist schon wirklich recht groß und das, nicht, dass du jetzt mit einem Kleinwagen kommst und dann umsonst kommst, weil die war irgendwie, man kann ja immer sehen, wo die herkommen, so 100 Kilometer entfernt oder so, also schon ordentlich. Nee. Kann man das nicht aufs Bett schnallen, wie heißt Dach, das Ding? Aufs Dach oben schnallen Dach, und dann sich auch Dach, mit einem genau, Sessel draufsetzen und das Auto mit einem Besen bedienen unten. Das kann man, ja. Genau das. Das wäre ich, wenn ich eine Matratze holen würde und merken würde, ja fuck, die passt gar nicht in meinen Opel Corsa hinten rein. Mit einem Besen bedienen und so großen, diese Stelzen aus der Schule, Alter. Richtig. Oder aus dem Kindergarten, diese Topfdinger, die du so
wo du so Töpfe unter den Füßen hast und damit drückst du einfach das Gaspedal. Ey, vielleicht wäre das auch eine Idee bei dir in der Fahrschule. Vielleicht probierst du es mal so, wenn du normal auf dem Fahrersitz Probleme hast. Einfach mal Perspektiv wechseln. Du weißt gar nicht, wie nah ich vorne sitze, Alter. Ich bin einfach wirklich so klein. Ja, also die Matratze ist jetzt weg. So viel greife ich schon mal vorweg. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr für dich jetzt in der Fahrschule machbar. Aber der Weg dahin war so peinlich. Also sie schrieb mir dann, ja, okay, muss ich mal, also nee, sie schrieb dann gar nichts mehr. Ich habe dann gesagt, okay, ja, morgen würde es mir passen, so ab 10.30 Uhr habe ich keinen Termin, da hätte ich 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr könntest du vorbeikommen. Da kam nichts mehr den ganzen Abend und ich denke so, Alter, was ist das jetzt hier? Das ist jetzt wieder typisch eBay. Zwischenzeitlich schrieben mir einfach nochmal 5 andere, die mir irgendwie weniger geboten haben und dann habe ich am nächsten Morgen, also heute Morgen, wirklich nochmal geschrieben, hallo, so, was ist denn jetzt? Und sie so, ja, ja, ich bin jetzt unterwegs. Und ich so, ach du Scheiße, okay, du bist unterwegs. ja, wo muss ich denn hin? Habe ich ihr die Straße geschickt und da kam einfach nichts. Und dann kam so, ja, ich bin dann um 11 Uhr da. Und ich denk so, Alter, du hast keine Handynummer von mir, ich habe keine Handynummer von dir, ich habe keinen Namen, du hast keinen Namen, ja, viel Spaß. Und dann war 11 Uhr und sie schrieb, ich bin da. Und dann gehe ich vor, habe geschrieben, vor der Haustür, Fragezeichen, keine Antwort, also bin ich zur Haustür gegangen und da war niemand. Bin ich wieder zurückgegangen, dachte so, Alter, okay, wow, ist jetzt hier, verstehen Sie Spaß, bin ich getrollt. Haben Sie den Anredo jetzt gekriegt? Haben Sie ihn endlich nach all den Jahren? Was ein Prank. Und sie schrieb halt, ja, also, ne, bist du vor der Haustür? Ja, also bin ich nochmal raus. Und dann war da auf einmal so ein kleiner Kombi und ein Mann. Und der winkte mir zu. Hallo, hier, eBay Kleinanzeigen. Und ich so, ja, genau, hallo. Ja, dann komm, soll ich mit reinkommen? Ja, ja, auf jeden Fall mit reinkommen, das kann ich nicht alleine schleppen. Ah ja, und ich so, also, ich hoffe, das passt alles so auch ins Auto so, also da müssen wir mal gucken gleich. Und er dann so, ja, guckt mich schon so komisch an und meinte so, ja, ja, sollte passen. Bei der Wohnungstür dann angekommen, fragte er, ja, soll ich jetzt mit reinkommen oder hier warten? Ich so, nee, nee, bitte reinkommen, ich kann das doch nicht alles alleine tragen. Und dann gehen wir rein in mein Wohnzimmer und die Matratze liegt halt auf dem Boden, ne, weil ich habe die lag ja nicht mehr im Schlafzimmer, da war ist ja mein neues Bett, sondern auf dem Boden so ausgebreitet. Ausgebreitet? Was heißt denn ausgebreitet bei einer Matratze? Naja, sie einfach mitten auf dem Boden. Also die ist nicht zusammengerollt, die steht nicht hochkant an der Wand, die liegt flach auf dem Boden. Ah, okay, und dann, okay, das meinst du mit ausgebreitet. Und dann okay. Habe ich mich da halt so draufgekniet, so im Sinne von hier, ne, so, die federt hier und ist bequem und da wollte ich den Bezug. Ach, du hast es wie so gebraucht. Händler, hast es noch angepriesen, hast nochmal draufgehauen, draufgekniet, hier, da kann man gut drauf wackeln, hier, ich zeige Ihnen mal den Trampolin-Modus und dann drehst du einmal um und dann springst du so die ganze Zeit und rufst die ganze Zeit, hui, hui, hui und dann war er überzeugt, dann hast du natürlich sofort mitgenommen, ne? Und sagt dann so, oh so, Gott, das ist ja, so, also hier, ne, das ist ja alles super und er guckt mich dann so zweifelnd an und streckt mir dann so das Geld entgegen, 30 Euro, wie abgesprochen. Und dann habe ich das genommen und hinten so in die Hosentasche gesteckt. Und er guckt mich die ganze Zeit so dumm an. Und ich knie dann so komisch auf dieser Matratze auf dem Boden. Und dann sagte er die folgenden Worte. Wie eine Matratze. Und ich so, Und er so, was? Ich wollte Lautsprecher kaufen. Und dann ich so, oh, das ist jetzt aber sehr unangenehm und zieh diese 30 Euro hinten aus der Hosentasche wieder raus und gebe ihm das so zurück und dann gucken wir uns so eine halbe Sekunde in die Augen und realisieren so, wie unangenehm das gerade war und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber jetzt tatsächlich, das ist aber unangenehm, das ist wohl ein Missverständnis und habe ihn so ganz schnell aus der Wohnung rausgeschoben. Da hatte der um Punkt 11 Uhr einen Termin beim Nachbarn oben, der in dem Moment Lautsprecher verkauft hat. Alter, wie peinlich. Was? Der dachte, ich habe da so einen Sexüberfall vor oder so. Der dachte, ich hätte den da irgendwie hingelockt. Hey, stopp. Wo hatte der einen Termin? Der hat auch bei eBay Kleinanzeigen was gekauft. Bei mir im Haus, beim Dorfnachbarn oben. Und der hat seine alten Lautsprecher verkauft und hat anscheinend auch um 11 Uhr einen Termin gemacht. Und dieser Mann... Ach, da gab's eine Verwechslung. Dieser Mann dachte, hat ja gerufen, hier, eBay Kleinanzeigen. Ich so, ja, alles klar, weil ich ja die Nachricht hatte, ich stehe vor der Tür. Und dann ist der quasi in meine Wohnung gekommen und dachte, dass ich da so ein Sexdate mit dem anscheinend vorhabe, weil er ja eigentlich für Lautsprecher kam. Und ich dachte aber, er will die Matratze kaufen. Diese Sekunden der kompletten Cringeness, die haben mich fertig gemacht. Mein Herz hat so gepocht, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Das war so unfassbar peinlich. Und der dachte ernsthaft, du, jetzt, also,
dass du jetzt erwartet hast, jetzt geht's rund, jetzt wird gerödelt. Ich habe erwartet, dass er sagt, ach ja, die ist ja schön, oder dass er noch eine Frage stellt oder dass er die anhebt und sagt, alles klar, schleppen wir raus. Aber er hat dann so geguckt, wie ich dann da so auf dieser Matratze, die einfach nur wie bei deinem ersten Mal mitten auf dem Boden lag. Und er in einer falschen Welt und ich ja auch, weil ich so dachte, warum, was ist denn da? Findest du sie doch nicht gut? Willst du die doch nicht haben? Und er halt so, Alter, warum kniet der Junge auf einer Matratze? So peinlich. Also habe ich ihn dann rausbegleitet und dann kam auch schon der Nachbar von oben und das war mir fast, ich habe einen roten Kopf gehabt, das war mir fast noch peinlicher nach dem Motto, hier, ich habe hier deinen Lautsprecherjungen hier vernascht, hier eine Etage tiefer, jetzt hol dir die Lautsprecher oben. Und dann war aber schon die richtige, die Lola-Käuferin vor der Tür, die war nämlich kein Fake. Und hast du dann nochmal genau dasselbe gemacht, bitte? Nee, ich habe dann einfach nur gedacht, also ich habe ihr das dann auch, weil ich so perplex war in dem Moment, noch so halb gar erzählt, so, oh, es gab gerade eine Verwechslung, ne, weil die hat ja auch gesehen, dass ich da mit diesem komischen Mann daraus rauskam, der ganz verwundert geblickt hat. Ja, der war auch gerade hier und sie hat das überhaupt nicht interessiert und hat so gesagt, hast du Tiere gehabt? Hast du geraucht? Ich so, nein. Ja, weil ich will die nämlich in den Camper schmeißen. Ich habe gestern schon eine gekauft, da habe ich 75 Euro bezahlt, die hat gestunken, da waren Pissflecken drauf. Und ich so, nee, ist alles. Ich denke schon so, wow, du hast dich erstens unter Wert verkauft, eine richtig gute ohne Pissflecken für 30 Euro. Und zum anderen erst hast du jetzt hier so eine komische DIY-Camper-Troller ohne Maske in deiner Wohnung, die hat keine Maske aufgehabt. Nee, ich hatte eine auf und sie kam dann so ohne und dann meinte sie auch, kannst du mir schleppen helfen? Ich so, ja. Und dann hat die einfach 5 Kilometer um den Block geparkt, weil sie meinte, vor der Tür wäre nichts frei gewesen, was überhaupt nicht stimmt. Hier sind überall Parkplätze. Und ich dann so mit meinen Clogs-Hausschuhen wirklich so durch den Matsch gegangen und so. Und ach, Elend. Ich habe die 30 Euro bekommen. Sie hat gesagt, sie will die irgendwie in ihrem Camper. Sie muss die schneiden, weil die nicht gepasst hat, die letzte, die 1,40er Matratze. Und das ging bei Kaltschaum besonders gut. Und ich bin froh, dass ich die los bin. What, ich habe noch ein paar fuck, Euro bekommen. Alter. Aber diese Lautsprecher-Sexüberfall-Geschichte, die hat mein Herz zum Pochen gebracht eben. Ich bin immer noch ganz, also es ist ja am Ende eine kleine Verwechslung, die passieren kann. Es ist halt sehr kurios, dass quasi im selben Haus zur selben Zeit 2 eBay-Kleinanzeigen-Termine sind und das so missverständlich ausgelegt. Nennt man das, ja. Ja, ihr nennt das Übergaben in eurem Milieu, aber es ist einfach zu wild. Und es ist einfach wieder, es steht dafür, dass in meinem Leben alles schief läuft. Ich hätte ja auch einfach fragen können, ja, du bist hier, willst die Matratze? Und ich habe mich ja schon gewundert, dass der mit so einem kleinen Auto kommt, weil ich ja extra geschrieben habe. Und er oder sie hat ja damals auch geschrieben, ich hol mir den, ich habe hier einen Transporter und deswegen war ich ja schon verwundert und dachte auch, okay, wie eine Lola sieht der nicht aus, aber was weißt du denn, wer da wen schickt irgendwie und solange das Geld ist ja bar und dann habe ich gedacht, mir doch egal, wer die Scheiße abholt. Für mich das Interessanteste sogar an dieser ganzen Geschichte ist natürlich der sogenannte Subtext, wir gehen da jetzt mal ein bisschen analytisch ran. Sehr gerne. Wie kann es eigentlich sein, also wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, dann würde ich ungefähr so reden, ja, genau, und wenn ich auch Lautsprecher nehmen wollte und da liegt jetzt eine Matratze, würde ich auch sagen, ja, okay, super. Hier sind die 30 Euro. Das Auto hinten ist in Ordnung. Und mit einem weinenden Blick ohne Lautsprecher zurückfahren. Ja, genau, das würde ich machen. Also ich würde keine Widerworte machen. Und die einfach mit einem Anspruch. Also die erste Person, einfach, die sagt einfach nichts. Die gibt dir einfach 30 Euro. Und gibt dir es einfach. Die sagt nichts. Sie kommuniziert gar nicht. Ja, aber auch, dass der mir die 30 Euro, dass es genau der gleiche Betrag war. Weißt du, es kam ja gar nicht zu zweifeln. Und, aber bei der zweiten Person finde ich auch so kurios. Ich würde niemals mit so einer Anspruchshaltung herangehen. Die Pissflecken, die will ich im Camper packen. So würde ich niemals reden. Ich würde sagen, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass eventuell ein Camper, also, aber dann muss ich das halt zuschneiden und Kaltschaum ist so gut und ihre Kaltschaum ist ja wirklich toll. Danke für den super guten Preis. Nee, sie müssen mir nicht helfen, das rauszutragen. Ich krieg das schon hin. Die war wie eine von Trucker Babes. Die hatte so einen fashion Kurzhaarschnitt und so Tattoos am Arm und so. Also die hat schon Selbstbewusstsein ausgestrahlt. So wie ich einfach. Also so wie ich. Eine fesche, kurze Damenfrisur. Ja, und Tattoo am Arm. Ich habe Angst vor eBay-Kleinanzeigen. Unfassbar. Es stimmt alles, was man darüber sagt. Das ist gruselig. Es ist mit sozialer Interaktion verbunden, mit viel mehr als nötig. Man kriegt da ein paar Cent am Ende raus. Das Einzige, so wie ich es mir einrede, ist, ich bin froh, dass ich die Scheiße los bin. Das ist in jeglicher Hinsicht im Leben immer wieder mein Motto. Aber what's the price I pay dafür? Ich habe quasi ein Sexabenteuer ausgeschlagen. Oder er oder wie auch immer, Alter. Was ein unangenehmer Moment. Ich wollte mich ohrfeigen.
in dem Moment. Ich hab eine ähnlich unangenehme Geschichte auch letztens erlebt. Ich würde ganz kurz ein sogenanntes Follow-up für die Mayonnaise-Badewannen-Geschichte erzählen. Sehr gut, sehr gut. Darauf wartet die ganze Republik gespannt. Fass noch einmal ganz kurz zusammen, was das Problem war. Also, Freunde, ich kann euch das ungefähr so erklären, wie ich bei den Klempnern angerufen habe am Ende des Tages. Ja, guten Tag. Ich habe ein Problem und vielleicht können Sie mir dabei helfen. Ich habe, also wenn ich jetzt in meiner Küche im Bade da dieses Waschbecken anmache, dann läuft das Wasser nicht ab. Und ab einem bestimmten Punkt dann irgendwann läuft es ab. Und dann kommt das aus der Badewanne wieder raus. Können Sie mir da helfen? Ungefähr so lief das dann. Und dann sagen die, ja, da kann ich helfen. So, und dann habe ich, passt auf, ich habe bei 5 verschiedenen Klempnereien angerufen. Und dachte mir, okay, gut, irgendjemand muss ja Zeit haben. Und alle hatten keine Zeit. Alle so, der früheste Termin, freitags. So. Und dann war da so ein, den habe ich auch als allererstes, auch mit Ads beworben bei Google und so, war die allererste Person, das sah aber so unseriös aus, wollte ich nicht anrufen. So, und dann war das noch die letzte Möglichkeit, dann rufe ich da an. 24/7 Service irgendwas, ne, gelbe Homepage, gelb, einfach als Hintergrundfarbe, ganz unseriös, mit so roter Schrift darauf und so. Ganz, ganz unangenehm. Und so GIFs, so Smileys, die so Schilder halten und sowas, so stelle ich mir das gerade ja, vor. Ja, genau das, Alter. Und dann rufe ich da an und sag, hey, ich habe ja dieses Problem mit dem Waschbecken und das läuft aus der Badewanne wieder raus und da ist überall Mayonnaise. Und die meinten dann, ja, gar kein Problem, schicken wir heute noch jemanden raus. Ich habe dann letzte Woche Dienstag angerufen, ne? Wir schicken dann heute jemanden los. Wo soll's denn hingehen? Dann sage ich so die Adresse und dann die so, okay, gut, dann schicken wir morgen früh einen los. Und ich so, hä? Was? Aber natürlich habe ich mich natürlich nicht getraut, irgendwas zu sagen, habe das einfach akzeptiert, habe gesagt, natürlich, okay, wie besprochen, gar nicht wissen, warum. Morgen früh. Zu weit weg, nee, oder warum? Keine Ahnung, Alter. Ich wollte nicht nachfragen. Ich hatte so viel sozialen Druck, Alter. Das hat mir so, das war so schwierig. So. Dann am nächsten Tag. Ja, zwischen 9 und 10 sind wir dann da. 9 Uhr morgens. Ding, dong, ich gerade aus dem Bett gefallen. Hilfe, ne? Geh da runter. Ja, hallo, hier ist die Klempnerei, whatever. Sie haben einen Termin. Ich so, okay, ja, ich komme runter. Zack, mir irgendwie so eine Mütze aufgezogen, wirklich noch im Schlafanzug runtergegangen. Und machst du diese Tür auf. Und dann ist da jemand, der raunt mich an. Wo kann ich parken? Und ich so, okay. Der hatte, kurz nochmal für den Kontext, der hatte so einen Blaumann an und so eine ganz komische Frisur. Die war so an den Seiten so abrasiert alles und ganz oben war so wie so ein Pinsel auf dem Kopf, aus so gegeltem Wet-Gel-Look, so ungefähr, als Mensch. Einfach so der Mensch gewordene Wet-Gel-Look war dieser Mensch. Und dann sag ich so, ja, Sie können eigentlich hier vorne im Innenhof dann parken, am besten da vor der Tür. Ja, okay. Ne, fährt der rein, erstmal auf den Privatparkplatz. So. Und ich so, okay, aber Sie dürfen, glaube ich, nicht auf diesen Privatparkplatz. Er so, ja, passt schon. Und ich so, okay, sorry. Dann gehen wir halt gemeinsam hoch und ich zeige ihm das. Und dann sagt er so, ja, Sie wissen, wie viel das kostet. Ich so, ja, mir wurde das ungefähr grob gesagt. Und er so, habe ich so gesagt, ja, keine Ahnung, 150 bis 200 Euro. Mhm. Der so, nee. Das wird auf jeden Fall mehr. Hat sich nicht mal irgendwas angeguckt, wird auf jeden Fall mehr. Ich dachte, okay, gut. Und wie geht sehr, man dann seriös vor? Das wüsste ich jetzt auch gar nicht. Fragt man dann, wie viel? Oder muss man sich das irgendwie als Angebot schriftlich geben lassen? Oder ist das wieder die Sozialangst bei dir und du hast einfach gesagt? Also ich bin erstmal so vorgegangen. Also das Erste, was er dann gesagt hat, ist so, ja, keine Ahnung, das kostet, weil wir hingefahren sind, 60 Euro. Da dachte ich, boah, 60 Euro, Hilfe, Alter. Und für jede 15 Minuten nochmal 60 Euro. What the fuck, Alter, was ist das für ein Stundensatz? Alter, ich werde Klempner, ich sag's dir. Ja, ohne Witz, Alter, ich habe mir auch gedacht, boah, da kann man ja Klempner werden. So, und das Erste, was ich bin natürlich einfach so ein Typ, wenn mich etwas stört, dann sage ich das. Ne? Dann sage ich, hey, das ist doch ein unrealistischer Preis, das kann doch nicht sein. Ne? Und was habe ich natürlich gesagt? Okay, kein Problem. Und dann bin ich so, dann steht er bei uns, die Küche und das Wohnzimmer, ist ein Raum. Und in unserem Wohnzimmer steht ja noch der Weihnachtsbaum. Ne? Und ich war so
unter sozialem Druck. Jetzt kommt die Kehrseite der Marke Must. Letzte Folge noch ganz selbstbewusst. Also ich würde, das ist Teil meiner Brand-Identity und so weiter. Und jetzt ist es dir peinlich, oder was? Ja, Alter, du glaubst es nicht. Ich hatte dann, oh, Alter. Der werkelt dann so und ich habe so darauf gehofft, dass er noch nicht den Weihnachtsbaum gesehen hat, weil er es nicht kommentiert hat. Und dann, ey, du glaubst es nicht, ne? Der ist irgendwas sich am Angucken in diesem dummen Waschbecken und sagt so, da ist aber viel Öl drin. Und ich so, ja, kann sein. Eigentlich benutzen wir nicht so viel Öl. Das glaube ich jedem nicht. So, okay, sorry. Und dann dreht er sich wieder weg und ich versuche dann so ganz langsam den Weihnachtsbaum so aus dem Zimmer rauszuschieben, ne? Und der ist dann straight umgefallen einfach. Und diese ganzen Scheißkugeln überall auf dem Boden verteilt, Alter. Das war so unangenehm. Also unser Leben klingt mittlerweile einfach wie eine Mr. Bean-Folge. Das ist ja völlig bescheuert, Alter. Ja, ich hab's echt versucht. Hattest du dann so einen Truthahn auf dem Kopf? Nee, Mann. Der ist einfach umgefallen. Und dann musste der halt in die Badewanne und an diesem scheiß Weihnachtsbaum musste er halt vorbei, um an die Badewanne zu kommen, weil das halt in diesem Flur stand. Und der ist halt da so, ohne das zu kommentieren, während ich da diese dummen Kugeln aufgehoben habe, ist der da so rübergestiegen. Er hat das einfach nicht kommentiert. Er hat es einfach sein lassen. Das ist sehr professionell an dieser Stelle. Mhm. Für so viel Geld erwarte ich das eigentlich auch. Aber trotzdem war es mir sehr, sehr unangenehm. Am Ende auch so ein Gespräch. Pass auf, ich bin natürlich einfach die Nummer 1 im Lügen, ne? Ihr wisst es ja selbst. Ich bin einfach eine 1 da drin. So. Der sagt so, ja, der ganze Bums ist verstopft wegen Öl. Öl hat sich festgesetzt in diesen Rohren. Und ich so, aber mit so viel Öl kochen wir gar nicht. In Klammern, wir kochen mit super viel Öl. Also es ist wirklich illegal, wie viel Öl und Fett wir gerade benutzen, auch die, ne? Vegane, die besteht doch zu einem ganz großen Anteil aus Öl, oder? 50%, leider nicht die 80%. Da kannst du leider nichts machen. Das ist leider nicht Bruckmann-Qualität. Und der guckt mich an. Nö, das glaube ich Ihnen nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie sehen ganz, ganz genau, das ganze Waschbecken ist voller Öl. Sie benutzen extrem viel Öl. Und ich dann so, habe dann natürlich versucht, so auf der Schiene zu kommen, so, kann das sein, dass das die Vormieter waren? So, hast du gesagt, so, ist es denn, wie lange dauert denn sowas? Was ist doch bestimmt ein Prozess von Jahren, dass sowas zugeht. Und er so, nee, das kann Wochen dauern. Einfach Wochen. Und ich so, boah, fick doch mein Leben, Alter. Wie erkläre ich das jetzt dem Vermieter, dass der die scheiß 500-Euro-Rechnung am Ende zahlt? Ja, wir sind ganz frisch eingezogen und der Vormieter hat auch den scheiß Weihnachtsbaum hier gelassen. Das waren wirklich Zustände hier. Ja. Wir sind ja erst vor ganz kurzer Zeit hier eingezogen, also das ist ja Wahnsinn. Nee. Und ich habe dann richtig Sorgen gemacht, wie kriege ich diese 500 Euro am Ende? Oh, wie kriege ich die? 1000 Mark, wie kriege ich die dem Vermieter argumentiert, ne? Und dann haut der halt irgendwie ab, gibt uns noch so ein paar Tipps, wie, ja, welche Tipps man halt so gibt der Familie. Ach, du meinst Vermieter, du wolltest diese Rechnung nicht eigenständig zahlen, sondern wolltest genau, es irgendwie Vermieter so erzählen, dass der Vermieter das komplett übernimmt, dass es ein Mangel an der Wohnung war und nicht dein Verschulden, deine grobe Fahrlässigkeit. Genau, richtig. Okay. Und da hat er mir halt in dem Kontext noch ein paar Tipps gegeben, hat sowas gesagt wie, ja, nutzen Sie nicht so viel Öl und natürlich die ganzen Klassiker. Ernähren ich verstehe Sie sich gar bitte nicht, woher einfach das kommt. Nicht vegan. Wie wäre es mit Fleisch? Dann sagt er sowas wie, ja, aber Sie sehen doch, da ist super viel Staub. Der Staub geht da rein, ist alles völlig vollgestaubt. Machen Sie hier mal sauber. Was für einen Ton, ich bitte dich. Öl. Und ich dachte mir so, ey, boah, Bruder, Alter, ist wie wär's, gut, wenn Mama. Du mein ganzes Leben kritisierst an dieser Stelle? Sorry, dass ich nicht 1 Million Euro pro Stunde wie du verdiene und so ein guter Mensch bin mit der Wetgel-Frisur, Alter. Der hat mich richtig kritisiert. Und ich dachte, ich habe mich wirklich angegriffen gefühlt. Ich so, ja gut, dann halt nicht, dann ciao. Und dann ist der halt gegangen und mit ganz bösem Blut auch am Ende des Tages. Und und das war so witzig. Alter, das kannst du keinem erzählen. Da fällt mir gerade noch was ein. Der steht so vor Mellos und mir. Wir sitzen so im Wohnzimmer auf der Couch und erzählt dann so, ne? Ja, wenn das häufiger passiert, dann irgendwann übernimmt das der Vermieter nicht mehr, ne? Ja, gut, dann also. Irgendwann merkt er das ja, ne? Und dann, ja, also wenn das jeden Monat passiert, dann wissen Sie schon, so 400-500 Euro jeden Monat geht schon ins Geld. Und Frau Dr. Farmers so, ja, also bei 400-500 Euro, das geht ja noch. Geht ja klar so. Da so, oh mein Gott, jeden nein. Monat. Ist die nicht arbeitslos von Beruf, Alter? Also, ist ja unfassbar. Ja, aber die hat ja, also ich glaube, die kommt aus Verhältnissen, da kann man sich einmal im Monat Öl in den Ausfluss pfeffern.
Ja, ja, genau das. Ey, das fand ich so weird, ne? Am Ende des Tages einfach nur ganz, ganz unangenehm. Dieser scheiß Weihnachtsbaum, viel zu viel Geld gezahlt. Aber hast du die Rechnung jetzt schon bekommen auch, oder? Ja, genau, ich musste die Rechnung sofort bezahlen. Hatte natürlich nicht ausreichend Bargeld dabei. In bar bezahlen? Das ist doch auch irgendwie. In bar oder als Karte? Als Karte bezahlen. Als Karte zahlen. Ich bin da eine Karte und zahle. Nee, aber also, ey. Ganz unangenehm, ganz, ganz unseriös, da würde ich nie wieder hingehen. Also ich habe meine Elektrikerrechnung noch nicht bekommen bis heute. Ich hoffe, dass die das einfach vergessen. Ich hoffe, dass die nicht hoch ist. Ich habe gehört, das wird aber auch schwierig. Also bei mir ist es definitiv nichts, was ich dem Vermieter geben kann. Aber das kann man Haftpflichtversicherung anscheinend geben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht doch aber zu... Aber ich habe ja keine. Ja, ich habe zum Glück eine. Ich glaube, die Rechnung wird nicht ganz so hoch. Also die wird auf jeden Fall nicht dreistellig. Das wird dann irgendwas bei 40, 50 Euro werden ungefähr, weil die Anfahrt auch weggefallen ist und alles und so, weil der eh hier war. Also das ging. Aber ich, ehrlicherweise, ist das jetzt sehr arrogant, wenn ich sage, für 40 Euro habe ich keinen Bock, mir den Stress mit der Versicherung zu machen. Ist schon unsympathisch, ne? Aber ist auch nachvollziehbar, oder? Nee, voll verständlich. Also wenn die Versicherung da nicht recht schnell ist und du irgendwelche Briefe noch schicken musst. Dann musst du Fotos davon machen, dann musst du das erklären, dann lacht wieder jemand, weil das viel zu nah am Kabel war und so. Ich versuche einfach, sozialen Interaktionen da, wo es geht, aus dem Weg zu gehen. Und es gibt ja einfach Situationen, da ist man dem Leben ausgeliefert, weil man in einer Notsituation ist, weil man Corona hat und einen Test machen muss und zu Hause bleiben muss oder hier zum Arzt muss oder weil Funken aus der Wand kommen oder Mayonnaise aus der Badewanne oder, und jetzt wird es schon wieder peinlich, oder weil der sogenannte Personalausweis seit Monaten abgelaufen ist und man es nicht gemerkt hat. Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Dieser Podcast, wie lange ist der abgelaufen? Gut, also mein Maximum, ich glaube, das habe ich auch im Podcast erzählt, oder? Als man irgendwann vor Jahren, dass mein Personalausweis abgelaufen war. Ich glaube, der war doch 2 Jahre oder so abgelaufen. Was ist dein Rekord? Nee, also da komme ich nicht mit. Bei mir war es nicht ganz so wild. Im September ist der abgelaufen. Also es geht eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar da noch legal ist. Ist der ja noch gültig? Ich bin ja ein Allmann, insofern habe ich erstmal recherchiert, weil man hört ja immer sowas, oh, hier die Personalausweispflicht und so. Das ist ja auch nur bedingt richtig. Wenn man als Erwachsener in Deutschland einen gültigen Reisepass besitzt, dann braucht man gar keinen Personalausweis. Ich denke so, fuck, Alter, ich habe doch keinen gültigen Reisepass mehr. Aber der ist noch gültig, mein Reisepass. Ich habe den irgendwann gemacht, als ich zuletzt in den sogenannten United States of America war. Das ist aber auch schon vier, fünf Jahre her, aber der ist, glaube ich, sechs oder 8 Jahre sogar gültig, wenn man noch nicht irgendwie 30 ist oder irgendwas. Ansonsten ist er dann, glaube ich, 10 Jahre gültig. Also ich war quasi auf legalem Fuß unterwegs, dachte ich, weil es ist ja nicht nur die Problematik, dass ich quasi keinen gültigen Personalausweis habe, sondern in einer neuen Wohnung muss man sich ja auch melden. Und da gibt es in Deutschland das Meldegesetz und das besagt, wenn du da in deine Scheiße. Du hast doch 3 Monate Zeit oder so, oder? Du hast 2 Wochen Zeit. 2 Wochen. Naja, aber da gibt es Kulanz, Euda. Da gibt es Kulanz. Also bei hier in der Wissenschaftsstadt Darmstadt, im schönen Rhein-Main-Gebiet, da wo die Mieten absurd teuer sind, liebe Grüße an dieser Stelle, danke an die schwarz-grüne Regierung, gibt es sogenannte Kulanz. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass es hier eine Studentenstadt ist und dass hier so viele Leute einfach alle verpeilen, dass sie sich ummelden. Ich glaube, Frau Dr. Farmaus, als die sich umgemeldet hat hier in die neue Wohnung, ich glaube, sie hat das noch ein bisschen später als ich gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und da war die ordentlich drüber. Und die haben gesagt, ja, passiert ja mal, gar kein Problem. Passiert ja gar kein Problem. Es ist eigentlich so, dass man, ja klar, Kulanz gibt es da. Also in Köln gibt es auch Kuh-Nachbarin. Comedy-Genie. Kulanz manchmal auch. Und es gibt eine sogenannte Korongo-Regel, weil die Bundesregierung oder das Land Nordrhein-Westfalen oder der Staat Deutschland ist ja einfach ein nicer Boy, Girl, divers und denkt sich, während Korongo, das ist nicht ganz so einfach und man soll ja nicht so viel raus und so, deswegen erhöhen wir das, wir sind einfach mal, per Gesetz erlauben wir das und wir erhöhen es einfach enorm auf 4 Wochen. Also hat man jetzt viel, viel, viel mehr Zeit, weil man natürlich innerhalb von 4 Wochen auf jeden Fall die Wohnung verlassen kann, aber innerhalb von 2 Wochen, das ist ja wär zu wenig. Also ich war noch in dieser Frist. Aber sorry, ganz kurz. Solche Termine,
die kriegst du doch nicht innerhalb von 4 Wochen. Richtig. Also ich weiß noch, meine Führerscheintermine, da habe ich über 1,5 Monate drauf gewartet. Und ich will da ja auch nicht anrufen. Da geht's ja wieder los. Also ich will ja grundsätzlich nirgendwo anrufen. Ich habe jetzt für mich auch identifiziert, was das Problem ist beim Anrufen bei mir. Ich kann, also es ist nicht so, dass Anrufen immer grundsätzlich ein Problem ist, sondern ich habe Probleme beim Anrufen, wenn es ein Erstkontakt quasi ist, um mal in Corona-Sprache zu reden. Weil bei diesem ersten Kontakt, also wenn ich irgendwo bei einer Behörde, bei einem Unternehmen, sonst wo anrufe und alles schildern muss, um dahin zu kommen, wo ich hin will, ist mir das zu viel. Da muss ich so viel erzählen und bin auch unsicher, ob das richtig ist. Wenn es aber einen ersten Kontakt gab, weil ich eine E-Mail geschrieben habe, weil ich irgendwo registriert, wie auch immer bin, irgendwo online was gemacht habe und mich dann jemand anruft und ich quasi darauf verweisen kann und die Teilnehmer am Telefon quasi ungefähr schon grob wissen, worum es geht, finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Also ich weiß gar nicht, ob das so ein Sozialproblem am Ende ist, das andere auch haben oder ob auch viele Menschen einfach grundsätzlich keinen Bock auf Anrufen haben. Ich habe mit Anrufen kein Problem, aber dieses allen oder den... Ich finde, du klingst gerade wie in so einem Bewerbungsgespräch. Das sage ich immer, wenn ich so zu ehrlich bin bei so einem Vorstellungsgespräch und dann sage, ich habe voll die Angst vor Telefonaten und dann gucken die mich schief an und dann sage ich genau das, was du sagst. Ja, aber wenn, ne, also im beruflichen Kontext und auch nur nach dem Erstkontakt, ne, aber dann bin ich ja auch einfach, dann habe ich ja gar kein Problem mehr. Ach, meine Schwächen? Ach, ich bin zu perfektionistisch, glaube ich. Genau. Und ich bin zu pünktlich. Zu gut oft. Zu pünktlich, ich bin immer 5 Minuten zu früh da. Ich bin so schnell und gut bin ich auch. Das ist so eine ganz große Schwäche von mir, schnell und gut. Dadurch finden mich halt die Kollegen finden mich immer zu sympathisch. Und das ist auch ein ganz schön hartes Brett, wenn einen alle mögen. Das wissen viele nicht, wie hart das ist, wenn man so ein Päckchen mit sich rumträgt. Immer der beliebteste zu sein. Nee, aber ich bin jetzt durch diese ganze Einzugsphase hier, bin ich es tatsächlich einfach geübt, überall zu telefonieren. Ich habe heute, das ist auch wieder so unfassbar peinlich, beim sogenannten, ich weiß gar nicht, was das für ein Beruf ist, nicht richtig Elektriker, beim sogenannten Rollladen-Elektriker angerufen. Ach, das sind doch die Gerätemanager oder so, ja, wenn du bei Windows Gerätemanager genau suchst. Also de facto, hier ist das Wort wieder, hallo, hat mich ein Onkel angerufen, weil hier meine sogenannten Rollläden, meine elektrischen, nicht komplett schließen bis unten. Und dann hat der einfach um 7.10 Uhr morgens klingelt der mich aus dem Bett und sagt, ja, von der Rede, hier ist er, mit so einem Ossi-Dialekt, denkst du, was ist jetzt schiefgelaufen? Ja, also mit ihren Rollläden. Kannst du es mal nachmachen? Okay. Du bist ich. Ja, okay. Okay, ich gehe dran. Am frühen Morgen. Ah, oh Gott, ey, wer klingelt denn da? Oh. Ja, einen schönen guten Morgen. Rollladenmanufaktur Arschlochhausen aus dem Osten der Republik. Spreche ich mit Herrn van der Rede. Oh, entschuldigen Sie, ich verstehe Sie überhaupt nicht. Können Sie Westdeutsch sprechen? Also, Ihre Hausverwaltung hat mir Ihre Handynummer gegeben und hat gesagt, mit den Rollläden gibt's ein Problem, die gehen nicht komplett nach unten. Jetzt wollte ich mit Ihnen vereinbaren, wann wir vorbeikommen können. Wie wär's denn mit morgen? Sorry, ich verstehe leider Ihren Ossi-Dialekt nicht. Können Sie vielleicht, also ich als sogenannter Internetstar mit einem sogenannten Augenzwinkern, einfach lässig, leger, de facto, habe ich kein Wort verstanden, wenn ich da ganz kurz an dieser Stelle... Ja, dann sagen wir 11.30 Uhr bis 14 Uhr etwa. Entschuldigen Sie, können Sie irgendwie jemand anderen ans Telefon holen? Jemand, vielleicht der, auch ja, schon heute. Sind die Kollegen sind auch schon vor Ort. Könnte auch heute werden, aber ansonsten spätestens morgen. Aber schönen Tag noch. Aber Tschüss. Hallo? Ende. Da war das Telefongespräch beendet. Und ich denke dann so, okay, what the fuck, ich bin eh zu Hause, klingelt halt, wenn ihr hier irgendwas machen wollt oder macht's von außen. Ich habe keine Ahnung, was da genau gemacht werden muss. Das war letzte Woche. Und dann kam halt niemand. Ich denke so, okay, dann frage ich einfach nicht und die werden sich schon melden. Aber es meldet sich niemand. Wir werden wirklich gerade, ganz kurz, wir werden gerade wirklich der Heimwerker-Podcast oder sowas. Ja, hier ist sowas. Doch alles, ich oder bin dieser, doch in eine Baustelle hier gezogen. Das ist doch ja alles eine Vollkatastrophe. Und jetzt habe ich gedacht, Ed Manfredason van der Fredason, jetzt traust du dich was und rufst diese Handynummer, die dich letzte Woche um 7.10 Uhr morgens angerufen hat, einfach mal zurück eine Woche später und fragst, was ist denn da schiefgelaufen? Und hab mir richtig vorgenommen, so richtig zu sagen, wir hatten einen Termin, da haben sie nicht dran gehalten. Würdest du so sauer sein wollen?
Okay, gut. Und wie ist es Don. Geendet, Basti? Okay. Wie zu erwarten war, war das wieder so ein Hallo, also Sie haben ja letzte Woche, haben Sie angerufen, wissen Sie das noch? Und Sie haben ja gesagt, dass Sie jemanden vorbeischicken, aber ich glaube, es war noch keiner da. Vielleicht habe ich es auch überhört, ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich immer zu Hause und der Tierarzt macht erst am 6. wieder auf, aber ich habe nichts mitbekommen und wollte fragen, ob Sie vielleicht nochmal jemanden aus dem Osten der Republik hier vorbeischicken könnten. Es tut mir leid, es war bestimmt mein Fehler. Ja, also da ist wohl, das können wir nächste Woche Dienstag. Und jetzt kommt wohl nächste Woche, weiß nicht, ob es jetzt morgen ist oder was, die sollen einfach klingeln. Der hat da nochmal angerufen. Das ist diese ostdeutsche Arbeitsmentalität. Alter, warum kommt der denn aus Sachsen? Ich kenne das doch selbst, weil ich ein halber Ossi bin. Ich habe das doch selbst zur Hälfte so, Alter. Ich wohne hier in der sogenannten Domstadt Köln. Wieso muss ein Unternehmen aus Sachsen meine Rollläden reparieren? Was ist denn das für eine Logik? Unternehmen aus Sachsen? Bist du sicher, dass die aus Sachsen kommen? Ja, weil er hat dann nochmal angerufen heute. Nicht vom Handy, sondern von der Festnetznummer. Und da sagt das sogenannte Smartphone meiner Wahl, ein iPhone, die geben ja immer an, wenn es eine Festnetznummer ist, steht da auf dem Display, was für eine Stadt und was für ein Bundesland wegen der Festnetznummer. Und das war irgendeine Nummer aus Sachsen. Und hat dann nochmal den Termin verschoben. Und eigentlich, jetzt bin ich sehr weit ausgeufert, war ich ja gerade bei der sogenannten Perso-Geschichte. Und die muss ich ganz kurz noch erzählen. Die Können ist wir sehr, mal ganz, ganz erzählt. Kurz darüber reden, dass in Sachsen die schönen Mädels wachsen? Da würde ich mal ganz, ganz kurz immer noch gern drüber da reden. Da kommen wir gleich auch noch zu. Da habe ich auch noch ein kleines Thema. Das habe ich Basti schon angeteased. Denn es gibt hier gleich eine neue Rubrik. Das ist der Wahnsinn. Eine Leute, neue Rubrik im Erfolgspodcast. Bleibt dran. Es ist wirklich der Wahnsinn. Hilarious, würde ich an dieser Stelle sagen. Wie die coolen Kids sagen. Zu wild. Zu wenig, sagen die alten Kids. Nein, ich wusste also, okay, ich brauche einen neuen Perso und ich muss mich ummelden. Also habe ich online einen Termin gemacht, aber schon im Januar, weil ich wusste, du kriegst doch da ist doch alles ausgebucht und du kannst dann da auch mal auf gut Glück vorbeikommen, aber wegen Corona eigentlich auch nicht. Kannst du noch mal anrufen und kurzfristig irgendwo durchsliden, aber ich dachte, ich rufe hier nirgends an und ich mache das online und hatte den jetzt. Und das geht halt los. Ich habe ja diese komische Wohnungsgeberbescheinigung, nennt sich das. Es ist nicht mehr ausreichend, irgendwie den Mietvertrag oder was auch immer zu zeigen, sondern du brauchst so einen Wisch, der von deinem Vermieter oder von der Hausverwaltung oder wem auch immer ausgefüllt auf Wisch ist. Bestellt. Und den habe ich da mitgebracht, ne? Gehst wieder mit Maske da rein. Da war mehr Security als sonst wo, wirklich so an der Tür. Wo wollen Sie hin? Und ich so, ich habe einen Termin, also wegen Perso. Wann haben Sie den Termin? Ja, jetzt um 8.30 Uhr. Ja, dann dürfen Sie durch vorne rechts. Also ein Ton herrscht da wirklich. Das ist ja besser bewacht als, was weiß ich, ohne Scheiß. Einfach so krasse Security, komische Leute, also auch so 4 Leute pro Foyer und so auf dem sogenannten Einwohnermeldenden, Amtenden. Und dann gehe ich da durch und dann wird da die Nummer so auf dem, ich hatte dann irgendeine Nummer hier, 800 irgendwas und auf dem Display waren wir schon alle bei 900. Ich denke so, Alter, du bist doch, okay, du bist eine Minute zu spät, aber auch nur, weil du da vorher durch so Security schleifen musstest, haben die jetzt meine Nummer hier vercheckt, aber dann kamen sie noch, musste so 2-3 Minuten sitzen, also ging sehr, sehr schnell. Geh zu diesem Schalter und dann kommt natürlich wieder das Problem, soziale Interaktion, muss wieder alles erzählen und ich dachte so, okay, hier werden ja eigentlich nur so Persos irgendwie gemacht, also dachte ich, ich habe nicht viel zu erzählen und leg dann halt einfach meinen alten Perso auf den Tisch und die Dame... Oh nein, du bist wie der Typ, der... Du warst genauso wie der Typ, der bei dir Lautsprecher kaufen wollte. Richtig. Du hast einfach ohne ein Wort zu sagen, ich dachte, hast die du einfach mich den verführen, Perso die Dame am Schalter. Nee, ich habe dann da so den Perso hingelegt und dann hat sie einfach nur so entgeistert Wie hast geguckt. Du denn da gesprochen? Wie sprichst du denn mit denen? Hast du sowas gesagt? Also ich stell mir zwei Anredos vor. Einmal stelle ich mir den Anredo vor mit so einem, also ganz normal gekleidet, wie halt so ein Mensch, geht da so rein, relativ mit offener, wie nennt sich das, Körperhaltung und dann sagst du, Hallihallo, hi, ich würde gern wegen des Personalausweis nachfragen, hier bitteschön. Oder ich stelle mir vor, dass du so mit deinem Gymbag, ich weiß gar nicht warum, aber immer mit diesem Gymbag, so ganz, ganz geneigt im Kopf nach unten machst, so klopfst so erstmal ganz leicht, der hört das gar nicht. Und dann gehst du rein und so, hallo, ich wollte fragen wegen des Personalausweises. Geht das jetzt? Also, wir können mit den. Es ist eher letzteres, ja.
Also ich wollte jetzt eigentlich schon selbstbewusst sagen, alter, Gymbag habe ich seit Jahren nicht benutzt. Ist aber gelogen. Als ich letztens beim Zahnarzt war, habe ich ein Gymbag mitgenommen, bin auf dem E-Scooter hingefahren und habe auf dem Rückweg bei Penny noch eine Klobürste gefunden, die wirklich rausgeguckt hat aus dem Gymbag. Also das war mein coolster Moment ever, als ich da so eine Home Ideas Klobürste für 4,99. Ah, ist ein Schnäppchen. Richtig schön, so schwarz, matt, die sah richtig cool aus. Und die hat perfekt, die hat zur Hälfte rausgeguckt aus dem Gymbag oben, aber die hat da ganz gut reingepasst. Also ich habe den aber selten an den Gymbag. Und bei der Perso-Geschichte muss man ja nicht viel machen. Du nimmst den alten Ausweis mit, den brauchen die da, und irgendwie diese Wohnungsgeberbescheinigung, wenn du halt den Wohnort gewechselt hast. Und natürlich brauchst du ein biometrisches Bild. Und das ist das erste Problem. Ich bin unfassbar hässlich. Ich bin unfassbar unfotogen. Ich will aber auf gar keinen Fall in so einem komischen Fotoapparatskasten und aber auch nicht das in einem Fotostudio ein Foto machen. Das ist so, da, das möchte ich nicht. Das ist immer so unvorteilhaft und Nee. Wenn man nicht pur hässlich ist, dann geht das schon. Ja, eben. Das war ja das Problem. Ach so, ja, stimmt. War ja einiges. Hab also irgendwie dann mit sehr viel Photoshop und sehr viel gutem Licht. Du hast dir selbst ein biometrisches Passfoto. Natürlich habe ich das gemacht. Oh Gott. Dann hab ich da, du weißt doch gar nicht, wie das geht. Natürlich, das ist überhaupt nicht schwer. Natürlich. Was heißt denn überhaupt biometrisch? Ich habe das Gefühl, da kommen so Sensoren an die Augen. Nein, oder das ist sowas. Überhaupt nicht schwer. Am Ende legen die da ja auch nur eine Schablone drüber. Wichtig ist, dass es gut ausgeleuchtet ist, dass der Hintergrund einen guten Kontrast hat, dass wenn du eine Brille trägst, dass die nicht spiegelt. Und am wichtigsten ist eigentlich, dass es frontal ist, dass deine Augen auf einer Linie sind, dass die Nase mittig ist. Also da wird eine Schablone drüber gelegt, die markiert den Augenbereich und den Nasenbereich. Und das muss da drin sein. Diese Schablone kannst du bei Photoshop einfach als Ebene drüberlegen und kannst dir das so hinlegen, dass es passt. Oh Gott, du hast dein Auge hoch und runtergeschoben und siehst jetzt aus wie so ein Todesmensch. Richtig. Ich habe am Anfang ein seitliches Bild gemacht und habe gedacht, Scheiße, Hilfe, es passt nicht. Und habe dann einfach mit dem verflüssigen Werkzeug jemals alles dahin geschoben, wo es hinpasst. Ich sehe aus wie so ein Flabber-Org, ich weiß es nicht. So, aber jetzt kommt das Schlimmste. Okay. Mhm. Ich habe im Vorfeld überlegt, Anredo, du kriegst jetzt einen Perso, der zum ersten Mal 10 Jahre gültig ist. Vorher diese Kinderpersos, diese 16-jährigen Persos sind, glaube ich, nur 6 Jahre irgendwie oder so. Also trägst du jetzt 10 Jahre diesen Perso. Wie kann rum. Das sein? Nein. Warte mal, wann hast du denn deinen Perso gemacht damals? Ja, wann war das denn? Ist der 6 Jahre gültig? Ich glaube, wenn du nicht 25 bist oder so, ist der nur 6 Jahre gültig und ab 25 ist der immer 10 Jahre gültig. Und der ist dann halt schon 6 Jahre alt. Ach, jetzt ist meiner auch nur 6 Jahre gültig oder was? Weil ich habe den ja unter 25 gemacht. Kannst du ja mal gucken, was da steht, wann der ablaufen tut. Ich hab keinen Bock, Alter. Also ich wusste halt, dieses Dokument wirst du einfach 10 Jahre tragen. Da bist du bald Ende 30. Überleg mal, da bin ich 38, bis ich den wechsle. Wie peinlich, Alter, da ist das Leben doch fast vorbei. Also, was ein sozialer Druck, dass diese Unterschrift normal und gut aussieht. Ich habe tagelang auf dem College-Blog Unterschriften geübt. Es ist nichts geworden. Ich habe wirklich 10 Varianten. Ich unterschreibe wie ein Vollidiot. Es sieht so albern aus. Hast du den Stift so wie so eine Faust in die Hand genommen wenigstens und so dann darauf geschrieben? Richtig. Ich hätte auch mit Straßenkreide unterschreiben können. Es wäre schöner geworden. Ich habe das geübt. Ich habe überlegt, okay, wie kann man die Buchstaben, macht man hier A. van der Rede oder schreibt man das aus oder muss man das überhaupt? Weil auf dem alten Perso musste der Vorname ausgeschrieben werden, aber hier dann irgendwie nicht. Und wie kann man das hinten so, das ist cool, aber es soll nicht einfach nur wie so eine peinliche Comic Sans, dass man so jeden Buchstaben lesen kann. Es muss so ein bisschen die Individualism-Kacke rausblicken, aber es muss auch special sein und es muss ja auch irgendwie ja reproduzierbar sein. Ich kann jetzt ja nicht einfach irgendwas kritzeln, was ich nie wieder hinkriege. Und jedes Mal, wenn man irgendwas unterschreiben muss und das wird abgeglichen, passiert nicht so häufig, aber kann passieren und in 10 Jahren passiert das bestimmt ein paar Mal, fragt man sich dann so, das ist doch nicht der. Ja, ich habe das geübt, ich habe es nicht hingekriegt, also war das Ganze wirklich ein sogenannter Ritt auf der Rasierklinge. Und dann habe ich dann da vorher schon ganz viel unterschreiben müssen, weil es hieß erstmal, also Sie wollen jetzt ein Perso und sich ummelden. Sie wissen schon, dass das 2 separate Vorgänge sind. Da brauchen Sie 2 verschiedene Termine. Und ich so, oh Gott, also nein. Und ich überlegt, okay. Anredo, du hast ein Feedback-Seminar bei deinem Arbeitgeber, du hast gelernt, wie man da jetzt psychisch am besten und zu seinem... Okay, mach mal. Oh nein. Das Kind mit der Straßenmalkreide in der Hand. Oh nein. Also erstmal habe ich mich entschuldigt, das ist wichtig. Oh nein, Entschuldigung, das tut mir aber leid. Das war ja sehr missverständlich. Ich habe bei den Termin online gebucht, da konnte man das wie gar nicht auswählen. Ich stelle mir das vor.
Oh nein, Entschuldigung, ich wusste das ja gar nicht. Ich habe das online gemacht und konnte mir den Termin nicht aussuchen. Aber es war auch so. Nein. Also ich habe mich schon online wirklich gefragt, muss ich das hier irgendwo... Nein. Oh nein. Tut mir so leid. Oh, es tut, das, ein wimmernder Welpe so war leid. Das wirklich. Und ich dachte schon, ja. Wenn das jetzt eine Bitch ist, dann sagt die, nee, geht nicht. Machen Sie einen neuen Termin in einem halben Jahr, LG. Oh, aber sie hat gesagt, nein. Ja, wirklich so minutenlang vor mich hingewinselt. Hilfe, Hilfe, Mama, hol mich raus. Ich weiß nicht, wie das Leben funktioniert. Ich brauche einfach meine Eltern bei Behördengängen, ohne Scheiß. Es geht doch nicht mehr so weiter. Und dann meinte sie, na gut, ausnahmsweise mache ich das jetzt mal. Ich denke so, oh, danke, danke. Danke. Vielen Dank. Danke. Das ist so unangenehm. Das ist ja der Hammer. Boah, meine Gesichtsmuskeln tun weh, Alter. Ich hab keine Gesichtsmuskeln. So, und ich stell mir vor, wie du so deine beiden Arme wie, oder deine Hände so aneinander packst wie bei diesem Emoji und sagst so, du, danke, danke, danke. Oh. Und dann musste ich halt gar nicht nebensächlich. Dann musste ich halt so viel unterschreiben für, ja, sind Ihre Daten hier noch richtig? Unterschreiben Sie mal. Und wollen Sie den Personalausweis mit der Online-Funktion? Unterschreiben Sie mal. Ich musste viermal unterschreiben. Konnte mich da also schon Hast so ein bisschen Hast du auch den Fingerabdruck genommen? Ich habe auch den sogenannten Merkel-Fingerabdruck genommen, damit sie direkt alle Daten haben. Auch das mit der Impfung und so weiter, mit dem Chip. Ich glaube, mir wurde beim Fingerabdruck nehmen ein Chip in den Daumen gejagt. Oder nee, der Zeigefinger war es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals brauche. Es gibt diese Online-Funktion und bisher brauchtest du immer so ein komisches Lesegerät, was keiner hat. Aber das iPhone und einige Android-Handys können das mittlerweile, ohne dass man weitere Hardware braucht, mit einer App einfach lesen. Ich weiß nicht ganz, wo man es braucht. So, wenn ich mein Kfz-Wunschkennzeichen haben möchte, kann ich mir das holen oder so. Ich sag's dir, bei Elster kannst du machen. So geht die Steuererklärung voll. Also wenn du den initialen Login, der geht damit recht easy, wenn das mal funktioniert. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Fuck, Alter. Hör doch jetzt auf, wie so Bad Vibes zu versprühen. Ich mach das im Juni irgendwann, Alter. Das kannst du mir aber glauben. Ja, vom letzten Drücker. Also, ich konnte also bei dieser Beantragung schon ein bisschen die Unterschriften üben und denk die ganze Zeit so, okay, ja, ach, die ist ein bisschen besser, okay. Und dann kam, so, und jetzt kommt die Unterschrift, die auf ihren Personalausweis kommt. Und ich so, okay, jetzt bereit. Jetzt bin ich bereit. Ja, unterschreiben Sie bitte mit diesem Tablet. Ich denk so, da habe ich gar nicht geübt. Habe ich gedacht, habe ich nicht gesagt. Ich so, ja klar, alles klar, kein Problem. Nehme ich diesen Stylus hier, oder wie das geht. Eine Linie auf so einem Windows-Tablet. Ja. Ein Stift. Ab. Und ich denke so, André, du, jetzt, das ist die Unterschrift, die bis zu deinem 38. Lebensjahr auf deinem Plastikstückchen prangt. Jetzt versau's nicht. Und es sieht einfach scheiße aus. Ich habe nicht digital geübt. Ich habe mit dem Kugelschreiber geübt. Wieso muss man das jetzt digital machen? Da unterschreibt doch keiner, unterschreibt auf so einem Tablet. Das sieht einfach noch beschissener aus als vorher. Hast du es wenigstens kritisiert auch? Hast du es auch so gesagt? Ja, ja, du kennst mich. Und haben sie... Danke. Das war's. Ja, und dann können wir jetzt hier in 3 bis 4 Wochen Bundesdruckerei per Post an Ihren PIN, liebe Grüße. Danke nochmal, dass Sie beides gemacht haben. Tut mir sehr leid. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Nein, ich habe dann gar nichts mehr gesagt, weil ich bin ja auch froh, wenn es dann zu Ende ist. Ich bin einfach rausgegangen, ohne was zu sagen. Ich hab Tschüss einfach dahin geschrieben. Dann so, oh, einfach aufgestanden, umgedreht, rausgegangen. Der Hammer, ey, stell ich mir so witzig vor. Oh Gott. Sozial völlig inkompatibel. Oh, es tut mir so leid. Ich hab schon wieder einen knallroten Kopf. Mir ist einfach so warm gerade. Das ist so unangenehm. Aber es passieren aber auch nur so Dinge, das passiert, glaube ich, nur uns. Ey, letztens bin ich mit der Fahrschule gefahren, ne? Ich habe ja immer noch Fahrschule, ist immer noch die Hölle. Ich streite mich jede Stunde mit meinem Fahrlehrer, weil er mich anmotzt und ich sage dann solche Dinge wie, hey, Entschuldigung, wie wär's denn, wenn du auch mal meine Gefühle akzeptierst? Und wirklich, no shit, ich sage wirklich solche Dinge wie, da komme ich mir mittlerweile richtig dumm vor. Ich erkläre ihm solche Dinge wie,
Ja, also Emotionen sind ja individuell und jeder empfindet das ja anders. Also, aber es gehört ja auch dazu, einfach als empathischer Mensch diese Gefühle zu akzeptieren. Und der so, stell dich nicht so an. Und ich dann so, okay, tut mir leid, lieber Herr Fahrlehrer, tut mir leid, danke. Und letztens, Alter, ich fahre in der Fahrschule, ne, mit so einem Berg runter, ne, mit 200 gefühlt. Ich weiß nicht, wo die Bremse ist, keine Ahnung, wie das scheiß Auto funktioniert. Ich fahre irgendwo lang. Zack, geblitzt in der Fahrschule. Nein. Ich wurde in der Fahrschule geblitzt. Das ist aber auch, jetzt muss ich als Allmann sagen, versicherungstechnisch ist der Fahrlehrer der Führer dieses Kraftwagens und haftbar bei allem Scheiß, der da passiert. Also kann er bezahlen, das sogenannte Knöllchen. Würde ich genauso selbstbewusst vertreten, wenn der sagen würde, hier ist das Knöllchen. Würde ich sagen, also gemäß Paragraph 423 ist es so, dass Sie als Halter haftbar sind. Oder wie es in der Realität wäre. Oh no, nein, Entschuldigung. Hilfe, ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Hilfe, Entschuldigung. Alter, wie so kleine Mäuschen, was ist denn schiefgelaufen, dass wir nicht alles selbstbewusst sind? Wir präsentieren uns hier seit 3 Jahren in diesem Podcast als, wir sind die coolen, edgy Jugendlichen. Hallo, wir sprechen jede Woche über alles und decken alles schonungslos auf und in real so. Hilfe, Entschuldigung. Oh Mann. Ey Mann, Alter, das funktioniert einfach nicht mehr. Ich glaube, dieses ganze Leben ist irgendwie so eine ganz große Torture. Ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass es bei mir. Also, weißt du, letztens habe ich mit der Mutter von Frau Dr. Farmers gesprochen. Und wir waren zusammen in der Rauch und haben so gesprochen. Und bei denen so am Fernseher, da hängen so. Wird da vorm Fernseher geraucht? Nein, draußen, aber von draußen, von der Terrasse aus kann man auf den Fernseher gucken. Mhm. Und dann ist da so eine Dia-Show von so ganz schönen Bildern der Familie und sowas. Mhm. Ganz schöne Bilder von Frau Dr. Farmaus. Als Kind dann sagt, oder wie? Nee, auch als Erwachsene. Und es gibt jetzt noch Dias? Nein, nicht, also Dia-Show. Man nennt das ja, also wenn du das schon mal in der App warst, dann steht da so ein Dia-Show. Mit einem sogenannten Beamer auf die Leinwand gepfeffert oder auf dem Fernseher. Nein, auch nicht, sondern am Fernseher. Ich dachte, die haben so einen Dia-Projektor geholt. Das ist doch. Ach ja, jetzt troll noch weiter rein. So, auf jeden Fall als erwachsene Person und die sagt solche Dinge wie, oh, die ist aber schön. Die sieht so schön aus. Ich bin so stolz auf meine Tochter. Die sieht so fantastisch aus. Sie kann alles tragen, sieht immer toll aus. Und wenn ich was trage, dann sehe ich aus wie ein Vollidiot. Mhm. Ne? Ganz, ganz selbst, ja. Die Runden schon cool. So, und ich denke mir dann so die ganze Zeit im Hinterkopf, oh Gott, die findet die so hübsch und ich bin so ein hässlicher Bube. Hoffentlich hasst die mich nicht. Und dann irgendwann gehen wir so rein und dann sind wir irgendwie darauf gekommen und die meint so, ja, auf meine Tochter lasse ich ja auch nichts kommen. Ne? Auch früher in der Schule, da ist irgendwas gewesen und ich ihr bin Motorsportkurs keinen Bock gehabt, so, da habe ich ihr die Entschuldigung geschrieben. Genau, oder da gab es Stress beim Motorsportkurs, ich bin zur Furie geworden, hab da gestritten. Und ich dachte mir so, ey krass, sowas machen einfach Erwachsene, die werden zur Furie, wenn irgendwas zum Löwen nicht stimmt. Wenn es um die Kinder geht, dann werden alle wirklich zu Dani Büchner. Dann werden die ja, richtig. Genau, und die werden richtig aggressiv. Die werden richtig aggressiv und setzen sich durch und zeigen so, was deren Meinung ist. Und bei mir wäre es so: Entschuldigung, mein Hilfe, Sohn, tut mir leid. Ich werde ja, ihn öfter anders merkst erziehen. Merkst du was? Wir brauchen Kinder. Diese Entwicklung, die sogenannte FE, die Furienentwicklung, die kann sich nur vollziehen, wenn man gezwungen wird, für sein eigen Fleisch und Blut Verantwortung zu übernehmen. Ich kann nicht mal für mein eigen Fleisch und Blut, also wirklich mein eigenes Verantwortung nehmen. Wie denn dann so bei so einem Bulk oder so einem Fleischhaufen, Alter? Naja, es ist einfach so, dass du, glaube ich, hier spricht der Familienvater, hallo, mit 38 Jahren, mit dem alten Perso noch, dass du, glaube ich, einfach irgendwie ins sogenannte kalte Wasser geschmissen wirst. Wenn da dann ein Kind aus den Lenden deiner Ehefrau oder von dir selbst, je nachdem, wer das jetzt hört, entspringt, hast du Vater-Mutter-Gefühle und dann musst du halt einfach über deinen sogenannten Schatten auch springen. Und dann gewöhnt man sich vielleicht auch an gewisse Sachen und vielleicht leitest du das dann auch ab, wenn du dann im Motorsportkurs für dein Kind zur Furie wirst, hast du einmal vielleicht verstanden, wie man im Leben vorankommt, wie man sich vor jemanden stellt, wie man seine Interessen vertritt und dann kannst du es auch für dich selbst. Ich glaube, auch da wieder, Kinder kriegen ist ein Selbstzweck, auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Boah, ey, ich finde, das ist super weit hergeholt, sag ich dir ehrlich. Also ich glaube, ich werde niemals so eine patente, coole Person, die auch mal durchsetzt, was einem nicht gefällt. Da wird ordentlich mal hier, ne? Und so. Und dann wird mal auf den Tisch gehauen und
der Volksverräterin mal gezeigt, dass wir hier wirklich in der GmbH leben und der Personalausweis gar nicht gültig ist. Hast du es eigentlich der Tante gesagt? Hast du sowas gesagt wie, also sie wissen schon, dass wir hier in einer GmbH leben und ihr Dokument eigentlich nicht gültig ist? Sie wissen das schon, oder? Oder hast du es eher so gesagt wie, sie wissen schon, dass wir in einer GmbH leben? Ich habe dann nach dem sogenannten kulanten Vorfall, dass sie großzügig wie sie war, diese zwei Amtsvorgänge direkt an einem sogenannten Windows 98-Rechner durchgeführt hat, gar nichts mehr gesagt, weil ich dachte, ich habe mich einmal entschuldigt für meine gnadenlose Dummheit und mich bedankt, dass sie so großzügig ist, diese zwei Schritte zu vollziehen. Und dann war halt so eine komische Anspannung zwischen uns, weil ich mitbekommen habe, dass andere, also da waren in diesem Raum, ist ein sehr großer Raum, wahrscheinlich so 8 bis 10 Schalter, die auch besetzt waren, ne, alle so voneinander getrennt, Abstand, Maske und so weiter. Und die anderen, die haben so richtig, ja, ich will jetzt nicht sagen Smalltalk, weil das ist jetzt nicht so der Ort, wo man Smalltalk betreibt, aber die haben sich halt so mehr unterhalten und so, ach ja, und sie wohnen da und da auch, und haben sie ihren Zweitwohnsitz noch? Und ich sehe, ja, mir hier und ne, 1,75 stimmt noch und blaue Augen? Nee, die sind jetzt gelb, Alter. Also die haben halt einfach so ein bisschen, und bei mir war einfach so, ganz viel Getippe, ganz viel zweifelhaftes Gucken und manchmal auch so ein leichtes Stöhnen so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich hier 2 Fenster öffnen hier im Explorer. Jetzt stürzt doch hier gleich alles ab, weil der Junge zu blöd ist, 2 Termine. Alter, ich hätte doch nicht wirklich 2 separate Termine im selben Amt machen müssen. Wer kommt denn auf diese dumme Idee? Ich bin doch nicht der einzige Mensch. Wie hast du es am Ende bezahlt? Weil in Darmstadt, da findet in erster Linie Verkehr in Darmstadt. Richtig. Und zum anderen kann man nicht mit Kreditkarte auf dem Amt zahlen. Und da das ist für mich ein riesiges Problem. Richtig. Das wusste ich aber, Alter. Weil das stand im Gegensatz zur Tatsache, dass man nicht beides im gleichen Slot machen kann, auf der Webseite dabei. Zahlung nur in bar oder mit EC-Karte, aber ich habe auch immer eine EC-Karte dabei, aber natürlich habe ich bar bezahlt. Ich habe noch vor dem ganzen Umzug so viel Scheine, so ich glaube, ich habe noch, weiß ich nicht, 100 Euro in Scheinen oder so in meinem sogenannten Geldbeutel, und der Perso hat, was hat der, irgendwas mit 30 Euro kostet der oder so. Hab ich gedacht, wenn schon, dann schiebe ich hier das blöde Papier hier in dieses komische Fach, du schiebst es ja, du musst ja da nochmal zur Kasse, das machst du ja nicht da, wo du den Perso machst, weil Fragezeichen so, du musst ja nochmal zur sogenannten Stadt Kassel oder wie das heißt und gehst dann da so hin und sagst so, hallo, also ich wurde geschickt von der Frau, die so. Echt, da gibt's Leute, die machen das? Hä, natürlich. Du gehst bezahlen. Ernsthaft? Musst du, also das kenne ich sowohl aus meinem Dorfe als auch jetzt von 2 unterschiedlichen Einwohnermeldeämterchens in Köln und aber auch in meiner Studentenstadt damals, da ist immer, du gehst dann da mit so einem Wisch zu so einer Frau, die, also da arbeiten glaube ich echt nur Frauen, die auch so sehr unzufrieden aussieht, weil sie den ganzen Tag so Münzen anfassen muss, die hat auch so komische Kupferfinger wahrscheinlich mittlerweile gekriegt, und da ist noch weniger Dialog, also da ist halt wirklich, legst du dieses rezeptähnliche Papier hin, ja, ich wollte gerne meinen Personalausweis bezahlen, ich weiß ja auch nicht, warum ich jetzt hier nochmal hin muss, hier haben sie Salz und Muscheln und Gewürze und quittieren sie mir das bitte, und dann gehst du wieder zurück und ja, jetzt habe ich echt bezahlt. Also es ist wirklich wie so ein Schulkind. Also in Darmstadt ist es ganz anders. In Darmstadt, wenn die Grünen regieren in dieser Stadt, dann passiert Folgendes. Du gehst dahin, sagst, hallo, ich hätte das gern, ne? Und ich habe ja sowieso ein bisschen Smalltalk mit den Leuten gehabt, die waren relativ sympathisch, habe die auch nach Reichsbürgern ausgefragt. Einfach wirklich, ich bin der gruseligste Mensch Deutschlands, habe ich das Gefühl. Naja, und dann geht man an einen Kassenautomaten im 3. Stock und dort packt man das Geld dann rein. So ein Automat. Ja, ist halt ein Automat, so ein EC-Automat. Aber es ändert trotzdem nichts daran, dass dieser Prozess des Bezahlens separat ist. Ja, aber da musst du nicht mit einer Person dann sprechen und so. Also wirklich, wie begründet man das im Sinne von, ja, also es kann nicht jeder hier eine Kasse haben und das ist ja auch wegen Einbruch und Banküberfall und was, Alter, hört doch auf, bezahlt doch kontaktlos, bezahlt doch irgendwas, es muss doch keiner eine Geldkassette, man kann doch sagen, wer mit Salz und Muscheln bezahlen will, der soll das an der Kasse machen, aber alle anderen sollen einfach entweder im Vorfeld, sollen da ihre Kreditkarte drauflegen, Apple Pay, PayPal, Sofortüberweisung, whatever, Alter. Aber ermöglicht das einfach mal komfortabel. Wie wär's, wenn du das denen persönlich mal sagst? Also, ich kann auch mit Scheine bezahlen. So würde es dann wahrscheinlich enden. Wenn ich sage, Entschuldigung, haben Sie ein Problem mit unseren Zahlungsmodalitäten? Ich habe auch 30 Euro dabei.
Ich könnte auch 40 bezahlen. Ich weiß nicht, ob du ein kleiner Junge oder so ein wieseliger Typ bist, der so versucht, Leute über den Tisch zu ziehen, der so ein bisschen aussieht wie der Typ. Beides in mir. Wie der Typ, der den König von Rohan irgendwie korrumpiert, dieser Berater, wisst ihr, was ich meine? Weiß ich nicht, aber wissen nur die Herr wenn wir schon an dieser Stelle gerade über gruselige Männer reden, dann möchte ich ganz kurz mal meine neue Rubrik hier vorstellen. Ich habe mir nämlich, ihr wisst, wir machen hier manchmal, also außer Dr. Farmhaus gibt es hier selten Rubriken und wenn, dann macht man die ein, zwei Mal und hat danach nie wieder Bock. Genauso weißt werden was, wir es heute auch handhaben. Wir haben einen Skandal in der Bundesregierung eigentlich, so einen bundesweiten Skandal aufgedeckt mit einer unserer Rubriken, ne? Was? Das Korongometer damals. Ja. Das damals, hat ja, ja letztes Jahr. Bei mir nie ausgeschlagen. Und das ist ja mittlerweile bei allen so. Ne? Das Ding funktioniert nicht mehr. So, und uns ist es zuerst aufgefallen, weil wir das mal statistisch erfasst haben an dieser Stelle. Wir hätten gleich einen Pulitzer-Preis verdient. Moment mal ganz kurz. Ich finde, das könnten wir überprüfen. Hier ist zum ersten Mal im Jahre 2021 bei Rundfunk 17 das Korongometer. Okay, machen wir schnell durch. Also bei machen mir wir ganz schnell. Du sagst, es funktioniert einfach nicht. Bei mir waren ja immer Zahlen. Ich habe dann auch Anfang Januar mal reingeguckt und da war es aber die ganze Zeit bei null, aber auch, weil ich ein sehr vernünftiger Mensch bin. Sag mal, wie viel hast du? Prüfung läuft. Niedriges Risiko, keine Risikobegegnung. Ja, bei mir genauso. Alter, ich war gerade eben in der Innenstadt und ich bin da durchgelaufen. So, ich war bei in der Post, im Saturn und so weiter und so fort. Nee, junge Leute sagen, ich habe was gepostet. Boah, ja, der Coolste im Dorf. Ja, so sagt man das. Nee, aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich war auch letzte Woche, habe ich irgendwas gemacht. Aber ist die kaputt? Also ist das erwiesen, dass da was nicht gestimmt hat? Oder warum sagst du, wir haben irgendeinen Skandal gebastelt? Ja, weil uns das zuerst aufgefallen ist, dass das alles nicht funktioniert. Ist uns nicht aufgefallen. Bei mir ging das und du warst den ganzen Tag in der Bude. Das war schon richtig, glaube ich. Boah, André, du... Hör doch auf. Mach doch den Entschuldigung. Okay, nein, liebe. Gut. Also, wenn die Jury gerade zuhört, Anredo ist manchmal so ein bisschen, ja, der ist so durch den Welche Wind, Jury? Ne? Die Jury. Ach, für den Podcastpreis, wo ich uns wieder beworben habe mit dem gleichen Beitrag wie letztes Jahr, weil ich zu faul war. Ja, geil, muss auch mal sein. Na gut. Wird bald gewotet, ihr wisst schon, was dann auf euch zukommt. Ja, mal gucken, jede falls Folge. Wir überhaupt. Hey Leute, votet mal bitte. Hey, Entschuldigung, könnt ihr bitte voten? Das wäre super lieb. Ey Leute, no shit, ne? Der Podcastpreis ist wieder und ich habe mir gedacht, ich bewerbe uns einfach und habe aber einfach das gleiche File wie letztes Jahr genommen und habe einfach das Wort 2020 rausgeschnitten. Also wir haben in der Begründung so gesagt, so, ja, Basti, die Einrichtungsfrist für den Podcastpreis 2020 endet ja bald. Und dann habe ich einfach bei Outer Kitty einfach das Wort 2020 so abgeschnitten. Jetzt klingt das so, hey Basti, die Einreichungsfrist für den Podcast endet bald. Und dann habe ich aber auch keinen Bock mehr gehabt, das noch komplett durchzuhören, die 5 Minuten, und habe es einfach hochgeladen. Also ich hoffe, das kommt dann nicht mehr vor. Es ist mir zu viel Arbeit, wir zeichnen da nichts Neues mehr auf. Die sollen uns endlich diesen Otto dazuschieben. Meine Güte, wir sind unterhaltsam. Ja, also so gut. Okay, die neue Rubrik. Mhm. Ich habe ja auch in den letzten, wann war das, 2-3 Wochen hin und wieder mal über diverse Facebook-Gruppen gesprochen. Ich bekomme regelmäßig bei Facebook Vorschläge, in Gruppen beizutreten. Jetzt bin ich in dieser 90er und 2000er Nostalgie-Gruppe und sehe da schon ganz viel Quatsch und würde ganz gerne hier in diesem Podcast eine neue Rubrik etablieren, in der ich euch, also dir, lieber Basti, und auch allen HörerInnen, neue Facebook-Gruppen vorschlage und euch die so ein bisschen präsentiere und darum werbe, dass ihr dort beitretet. Und das ist eine neue Rubrik und die nenne ich Komm in die Gruppe. Und jetzt muss ich noch einen Jingle oder irgendwas aufzeichnen. Genau, da kommt jetzt so ein Jingle. Komm in die Gruppe, komm in die Gruppe, komm in die Facebook-Gruppe. Okay, das sage ich auch mal. Komm in die Gruppe, komm in die Gruppe, komm in die Facebook-Gruppe. So, jetzt schneide ich das ganz kurz zusammen. Komm in die Gruppe, komm in die Gruppe, komm in die Gruppe, komm in die Facebook-Gruppe. Komm in die Facebook-Gruppe. Cool. Herzlich willkommen hier bei unserem neuen wöchentlichen Magazin, das wahrscheinlich bis nächste Woche nicht mehr da ist. Und ich stelle euch jetzt mal wieder, hallo, ich bin's, der Anredi, der selbstbewusste junge Mann, der Eloquente. Ey, und wir sprechen, ey, weißt du, was mir so auffällt? Wir sprechen so Dinge durch und auf einmal droppst du einfach sowas wie, ja, unser wöchentliches Ding. Und ihr so, what?
Welche Wöchentlichkeit? Da bin ich aber sehr gespannt. Also ich finde, der Podcast hier ist konsequent wöchentlich verfügbar. Und ja, aber doch nicht die Rubrik. Du wirst doch nicht jede Woche so eine Hochkaräter-Facebook-Gruppe finden. Es ist jetzt einfach... Da bin ich aber gespannt auf nächste Woche, Kollege, liefer mal. Im Zweifel ist nächste Woche derselbe, dann spiele ich hier das nochmal ein. Dann ist nochmal die Gruppe. Weil die Gruppe, die ist definitiv, die, da könnt ihr Monate, da könnt ihr Jahre von zehren. Ja, das ist mir wurde sie vorgeschlagen in meinen Facebook-Feed. Ich weiß nicht warum, hier sind keine Freunde drin, es sind mittlerweile über 10.000 Leute drin, es ist eine öffentliche Gruppe, also es kann jeder, der einen Facebook-Account hat, auch mal reinschauen oder gucken, was da so abgeht. Es ist die Laura Müller Fanpage. Oh und ich Gott. Lese mal ganz kurz die Beschreibung vor, dass ihr mal so ein bisschen... Ich mach die auch gerade mal parallel genau, auf. Genau, also wir haben hier Laura Müller Fanpage, öffentliche Gruppe, wir sind jetzt bei über 10.800 Mitgliedern, nach diesem Feature hier wird sich das verdoppeln. Als Hintergrundbild haben wir eine gewisse Laura Müller bei ihrem Playboy-Shooting, ist ein Screenshot von... RTL um 6.37 Uhr, das ist wahrscheinlich Guten Morgen Deutschland, ein Beitrag, dass Laura jetzt shootet. Man sieht da ihre Brüste, aber sie hat einen Badeanzug an und oben steht, ja, den Freund dürfen wir oder den Ehemann dürfen wir nicht nennen, aber steht nackt Freundin, im Playboy. Nackt im Playboy. Und die Beschreibung, die klingt ja eigentlich ganz nett. Info, hier geht es darum, eine junge, hübsche, sympathische und lebensfrohe Dame bei Let's Dance und auch außerhalb zu unterstützen. Hashtag Team Laura, Hashtag Let's Dance. Also, dass ihre Teilnahme bei Let's Dance jetzt schon ein Jahr zurückliegt, ist ja egal. Die Gruppe an sich ist noch ganz aktuell. Wie gesagt, sie ist erstellt worden vor knapp einem Jahr und hat seitdem schon fast 11.000 Mitglieder gesammelt. Mir fällt direkt auf, sie ist sehr, sehr männlich besetzt. Sie ist auch sehr ausgelegt auf schöne Bilder von ihr und ich würde ganz gerne mal, um dass man so ein bisschen reintaucht, dass ihr auch mal richtig Lust bekommt, in die Laura Müller Fanpage reinzuschauen, so ein paar Sachen vorlesen. Der Günther schreibt zum Beispiel, top Frau. Und dann haben wir 5 Kommentare, dann antwortet der David, meine. Und dann antwortet der Dominik, meine. Und der Ben, nee, meine. Dann haben wir den Hubertus. Der Hubertus postet ein Foto von Laura Müller in ihrem Let's Dance Outfit. Das hat er jetzt vom Wochenende gepostet, also auch ein Foto, das ein Jahr alt ist. Hat nichts dazu geschrieben. Ist einfach nur ein Bild von Laura im Let's Dance Set, hat ein Let's Dance Kleid an, lächelt. Und dann haben wir den Ernst, der kommentiert ein GIF mit Rosen. Dann schreibt Gürsel, heute werde dich mit der Kleid träumen wie 1001 Nacht. Träumen mit EU. Dann kommt der Bodo. Ich finde dich sehr attraktiv und hübsch. Gruß Bodo, MFG. Paul, Laura, du bist ein geiles Schnitsch. Das ist so geil. Die Leute schreiben halt wirklich die ganze Zeit, Bombe schaust du aus, Laura. Oder Laura, ich mag dich. Also, die sind halt wirklich straight, denken die, das ist Laura Müller, mit denen die gerade schreiben, oder wie? Ich glaube ja. Das war jetzt ja noch harmlos. Boah Gott, ey. Wenn wir so ein bisschen zurückgehen und uns so die Motive angucken, wo man vielleicht, wo sie jetzt nicht im Let's Dance-Kleid steht, sondern vielleicht im Bikini. Oh Gott. Oder so. Ich sehe, oh Gott. Was siehst du gerade? Hier hat der Hubertus wieder ein Bild gepostet von ihrem weißen Rollkragen vor so einem Weihnachtsbaum. Und dann schreibt jemand, der Paul schreibt, hey Laura, du bist ein geiler Fickschlütten. Schieß den weg. In den Wind und komm zu mir. Oh Gott. Der Fickschlütten mit Ü. Und dann antwortet Chris darauf. Paul, geh weg. Laura braucht nur mir. Außerdem mag sie solche Sternchen-Worte nicht. Und dann kommt wieder Paul. Das geht dich gar nichts an, wie ich mit meiner Laura rede. Troll dich, Chris. Troll du dich doch, du Troll. Ich war viel früherer da. Alter, was ist denn los? Also du brauchst hier nicht weit lesen. Gott. Es sind die Abgründe. Es sind einfach... ganz, ganz, ganz komische, ja, Männer. 100, ich habe noch keine einzige Frau hier gesehen. 100% Männer. Ich sehe auch wenig Support jetzt in Sachen Let's Dance oder so. Hier schreibt jemand, also der Thomas schreibt, Ober für ihr Alter hängende Duddeln schon gescheit. Ober trotzdem schäne Duddeln. Das ist ein Bild von ihr, sehr vollbusig. Oder Ivan, noch sehr knackig. Und lass doch einfach auch das Höschen weg. Das ist auch mal ein Tipp, das ist Support, den Laura Müller braucht. Das sind auch einfach selbstbewusste Einschätzungen, das ist freundliche Unterstützung, das sind Fans. Einfach Fans und für die ist die Laura da. Oh mein Gott, das ist doch so... Ey, Mann. Diese saftigen Argumente würde ich gern in Action sehen. Oh Gott.
Prallpraller Laura. Prall. Auch so ein Begriff, Alter. Aber die denken wirklich, dass sie mit Laura schreiben? Also sind die irgendwie, hallo süßes Maus, vielen Dank für das tolle Bild, wünsche dir einen schönen Tag. Das regt die Fantasie an, lecker. Trenn dich von dem Alten, nimm mich, LG, Money. Oh Gott. Na, wenn die Laura Money hört, dann ist sie doch dabei. Alter, weißt du, was ich geil finde? Hier ist so das Bild, hier ist ein Bild aus dem Playboy-Shooting. Das hat der Heiko reingeschickt. Sie ist sowas von Punkt, 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 Punkt. Und dann sieht man halt ihre ja, prallen Naturbusen und ihren. Jetzt redest du auch schon so. Bist du auch schon Mitglied seit einem Jahr oder was? Ja. Und wie gibt's noch so Begriffe für den Hintern? Ach genau, hier, pass auf, das Porsche Carrera-Heck, das man da sieht, ne? Das hat man beides gesehen. Und dann schreibt jemand: Lena, du bist die Beste. Respekt für dich, süße Maus. Lena, Lena. Du hast es oft nicht leicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Andreas schreibt, hoffentlich dreht sie bald einen Porno. Das kannst keinem erzählen, ne? Habt ihr Lust auf diese Gruppe? Habt ihr Lust auf Unterhaltung? Habt ihr Lust, das junge Mädchen Laura zu unterstützen? Dann tretet jetzt bei in die Laura Müller Fanpage bei Facebook. Daumen hoch. Komm in die Gruppe. Komm in die Facebook-Gruppe. Oh Gott, ich habe was geliked. Hilfe aus der Gruppe. Ich habe geliked Laura, das pralle Busenwunder. Oh nein, wenn das mein Arbeitgeber sieht. Ich finde es auch so wild, ganz kurz nochmal, da ist so ein Bild und das checke ich ja gar nicht, ne? Hat der Martin reingepostet, ist Laura nicht mega süß und sexy? Und dann ist die da mit, ja, im Pool. Playboy-Bild mal wieder. Und dann schreibt jemand darunter, Laura, hast du das Boxspringbett bei Huskins gekauft? Hat man uns gefragt? Und dann hat er so ein Screenshot von so einem Boxspringbett reingepostet. Was ist das denn? Was geht da ab? Ich check's nicht. Alter. Alter, was ist das für eine Bubble? Und warum denkt der Facebook-Algorithmus, dass mich sowas interessieren könnte? Also, ich glaube, er hatte ziemlich recht mit dem, dass dich das interessiert, um ehrlich zu sein. Naja, ich weiß ja nicht, wonach das geht. Also, grundsätzlich ist sie natürlich eine Trash- oder war sie, ist ja jetzt auch vom Radar verschwunden, war sie eine Trash-Persönlichkeit. Aber der Inhalt dieser Gruppe, also vielleicht echt so Keywords, so Let's Dance und die ganzen Shows und ganz viele RTL-Screenshots und Artikel und Boulevardinteressen, oh, aber so wie das da ausgelebt wird, interessiert mich das nicht so sehr. Alter, hier ist nochmal eine Sache, sorry, dass ich gerade wieder anfangen muss, aber ich scroll gerade da durch. Ich hab's gewusst, das ist seine Gruppe. Das ist wirklich meine Gruppe. Der Martin, der hat geschrieben, Leute, was meint ihr? Also, erstmal promiflash.de Link, Pornoangebot für Laura. Oh. Darsteller bietet ihr 100.000 Euro. Das sind in Klammern 200.000 D-Mark. Und dann schreibt Martin, Leute, was meint ihr? Wenn das alles seriös ist, fände ich das ehrlich gesagt nicht schlimm. Laura wäre auf jeden Fall der Hammer. Sie ist so sexy. Dann schreibt jemand darunter, nimm an, du hast eh schon alles gezeigt. Warum 100.000? Ich besorge es Laura umsonst. Und solche Sachen würde ich mir sofort kaufen. Klar, dass der Typ mal eine andere will. Seine jetzige wird immer ekliger. Keine Ahnung, was der damit meint. Hä? Jedes Mitglied hier gibt ihr 100 Euro, in Klammern umsonst. Dann hat sie 8-mal so viel Geld verdient. Ey, Junge, 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 was ist denn da los? Viel mehr wird ihr nicht mehr bleiben. Dann hätte der Darsteller Herpes. Es ist einfach nur, ich check diesen, also wirklich, gebt euch diesen Kommentarbereich, schickt uns gern euren Lieblingskommentar bei Twitter unter den Hashtag Rundfunk17. Ich brauche richtig geiles Matt. Nee. Das ist, ich sag's dir ehrlich, ich bin wieder richtig im Internet-Game drin, ne? Pass auf. Oh Gott. Es gibt wieder Neuigkeiten an der Drachenlord-Front. Ich war die ganze Zeit so ein bisschen abgetaucht und so. Und jetzt, vor kurzem, gab es einen neuen Artikel bei nordbayern.de, gab einen neuen Gerichtstermin mit dem Rainer vor Gericht. Und pass auf, der Typ ist ja schon auf Bewährung. Und jetzt hat die, und das ist das feinste Matt überhaupt. Als ich das gelesen habe, ich habe dich so gefreut. Ich fand das so spannend und cool. Die Richterin hat ihm angeboten, pass auf, 100.000 Euro für ein Porno. Du hast zwar PolizistInnen beleidigt und Leute Körper verletzt, aber
wir wollen dir jetzt als ganz, ganz große Ausnahme eine zweite Bewährungsstrafe geben. So, es geht ja eigentlich nicht, während der Bewährung dann nochmal eine Straftat zu packen und dann nicht in den Knast zu kommen. Wenn du dein Haus verkaufst und mit deinem YouTube-Kanal aufhörst, wir werden dir was ein dabei Move, Alter. Wir werden dich dabei unterstützen. Wir werden dir ein hier, wie nennt sich das, so ein Resozialisierungstypen da geben, so ein Bewährungshelfer. Und wir wollen dich umschulen in so eine IT-Richtung und dann kriegst du dein ganzes Leben wieder unter Kontrolle. So, Rainer Winkler kriegt das Angebot seines Lebens, ist eigentlich schon im Knast und kriegt die Chance, endlich auszusteigen aus der Mobbinghölle. Was sagt er? Nee, ich schreibe weiter Bücher und mache tolle Musik. Das ist mein Ding und ich werde dieses Angebot nicht annehmen. Ich lehne dieses Angebot ab und es ist einfach der Burner. Denn in ein paar Wochen oder Monaten oder sowas, wenn noch ein Gerichtstermin ist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass unser Drachenlord in den Knast wandert. Und da bin ich natürlich sehr, sehr happy an dieser Stelle. Ich habe nicht zugehört. Ich habe gerade in der Laura-Müller-Gruppe ein bisschen... Was hast du gerade für einen Kommentar gefunden? Erzähl mal. Aber das ist auch wieder geil. Du bist aber ja auch thirsty nach Comments. Oder du bist richtig... Das gibt dir richtig Endorphine, da zu lesen, was Thomas und Matthias da die ganze Zeit schreiben über ganz die prallen übel, ne? Machtäuter. Nee, es ist jetzt Ruhe. Ich möchte jetzt... Das ist jetzt... Nee... Das entwickelt sich hier in eine ganz... Die ganze Folge war total versext. Das geht so nicht. Versext. Versext und zugenäht. Diese Folge ist versext. Haben wir nicht monatelang dafür gearbeitet, diesen Wir masturbieren live und so, wie die Folgentitel vor zweieinhalb Jahren noch hießen, diesen Stempel von der Stirn zu wischen? Und haben wir das nicht eigentlich geschafft und mit dieser Folge wieder alles zerstört? Hä, wann haben wir das denn gemacht? Ich dachte. Das ist unser täglich Brot. Wir masturbieren live 2. Ich weiß auch nicht. Alter, was haben wir uns eigentlich dabei... Naja, gut. Ach, das wird ja alles nix. Schön, dass ihr heute dabei wart. Das war Rundfunk 17, Folge 158. Der März, der macht, was er will. Und wenn ihr was machen wollt, was wir wollen, dann schaut mal auf Patreon vorbei. Patreon.com/Rundfunk17. Da gibt es Bonus-Content. Beispielsweise gab es da auch am Freitag eine zusätzliche Folge. Zum Gebi, denn Anredi und Sebi hat Gebi. Genau, wir haben den dritten Geburtstag von Roundy Funky gefeiert in der Bonusfolge. Ansonsten einmal im Monat gibt es sowieso extra Content Deluxe, ganz viele Outtakes, ganz viel. Und wenn ihr euch kleiden wollt oder trinken tun wollt, aus Rundfunk 17 mit Rundfunk 17, schaut mal vorbei auf shop.rundfunk17.de. Da gibt's Shirts, Hoodies, Tassen, ganz viel. Und damit supportet ihr uns natürlich. Was kann man noch machen, Herr Mast? Leute, es gibt eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, sehr, sehr effektiv, davon haben wir schon öfter gesprochen, das ist eine sehr effektive Methode, uns zu supporten. Geht doch einfach mal über unseren Amazon-Link rein. Wir sind immer noch nicht, ob das wirklich funktioniert. Liebe Grüße. Macht's einfach. Aber viel, viel wichtiger ist, ich weiß nicht, ob ihr ein iPhone habt, also, naja gut, die Frage, hättet ihr kein iPhone, dann wissen wir selbst, welchen Podcast ihr hören würdet. Und dort könnt ihr auf Apple Podcast gehen und uns eine sogenannte 5-Sterne-Bewertung dalassen. Wir lesen die vor. Wir sind, seid ein bisschen kreativ oder schreibt einfach irgendwas Nettes. Wir lesen die sehr, sehr gern vor. Wir freuen uns über jede 5-Sterne-Bewertung. Eigentlich pusht das algorithmusmäßig unsere Podcast, funktioniert aber überhaupt nicht. Wir sind immer noch unerfolgreich. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und sonst gibt es leider gar nichts mehr, lieber Anredo. Leider können wir gar nichts mehr machen, außer bis zur nächsten Woche jetzt warten, bis die neue Folge rauskommt. Aber dann machen wir das einfach. Montag, 18 Uhr. Wir hören uns. Bye.